Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder live auf Twitch mit Sims 4 und unserer Occult Family Challenge. Heute wird es wieder ein bisschen gruselig. Das Ganze hier ist wieder ein Livestream, das heißt, ich werde wieder versuchen, so ein paar Szenen rauszuschneiden, damit es für euch nicht viel zu lange wird. Aber es ist halt eben ein Livestream und kein Let's Play, das solltet ihr im Vorfeld wissen. Ich sage es einfach jetzt jedes Mal dazu. Ich werde euch jetzt erzählen, was wir im letzten Part so gemacht haben. Also, im letzten Part haben wir unser Haus ein bisschen ausgebaut. Wir haben neue Möbel reingestellt, ist alles ein bisschen wohnlicher gemacht für Casey. Und wir haben uns Familienzuwachs geholt. Die kleine Delia ist zu uns gekommen, genau. Und wir haben Bonhilda kennengelernt, die werde ich euch gleich nochmal zeigen. Alles in allem haben wir auch ein paar neue Nachbarn. Ich habe auch ein paar Sim von euch platziert. Ich freue mich da sehr drüber. Ich habe eine Männer-WG platziert und wir hatten ja schon, also wir haben jetzt insgesamt 3 Männer und 3 Frauen mit auf den Grundstücken, also in der Nachbarschaft. Die werden wir ganz sicher auch noch kennenlernen. Da bin ich sehr gespannt und ich würde sagen, lass uns einfach direkt ins Game starten. Okay, da sind die beiden auch schon und hier ist unsere kleine Delia, unsere Mausi-Katzi. Was wir machen wollen, wir haben natürlich noch ein paar Bestreben zu erreichen, 3 verschiedene Orte neuer Sim kennenlernen. Vielleicht ist es cool. Ach nee, wir müssen aber auch noch die Geisterlizenz erreichen, ne? Ah, wir haben so viele Prioritäten. Okay, Casey hat bald ihre Periode. Ich habe nämlich den Slice of Life wieder aktualisiert. Der ist jetzt, also nicht aktualisiert, ich habe die alte Version jetzt drin. Okay, dann ernten wir erstmal. Komm, komm, Girl! Viel Spaß, Jenny. Ich bin gespannt. Ich werde es mir anschauen. Liebe deine Streams, danke, Mimi. Seit wann können Sie Ihre Periode haben? Über den Mod, Nadi. Ich habe den Slice of Life Mod drin im Spiel. Der macht das möglich. Sie denkt an Schwangerschaft, sie ist aber nicht schwanger. Das ist bei dem Perioden-Mod so, Leute. Kein Problem, sie ist nicht schwanger. Hey, Entschuldigung. Stopp. Nein, du darfst es nicht. Stopp. Delia, hör auf. Delia, stopp. Fräulein, ich habe das gesehen. Ich komme jetzt schimpfen. Und über das Hochspringen an der Theke werde ich auch schimpfen. Okay, sie lernt es noch. Kein Problem. So, wir müssen eine Seance durchführen. Wir machen jetzt erstmal eine Zeremonie. Und dann müssen wir noch gucken, wie wir die Lizenz bekommen, gell? Ich weiß es noch gar nicht. Ich glaube, ab Level 4 oder sowas. Ab Level 5. Michikati! Hallo! Ist das Haus nicht sogar in der Galerie? Ich glaube, ich habe es schon hochgeladen. Ja, alles wieder gut, Nino. Danke dir. Nee, Annika, ich habe es gerade schon gesagt. Ich habe schon ein paar platziert. Chucky, habe ich es noch nicht hochgeladen? Irgendwie habe ich gedacht, ich habe es schon hochgeladen. Okay, die Zeremonie war erfolgreich. Okay, sie soll trotzdem noch mal ein bisschen kühl. Das müssen wir aufpassen, dass sie nicht erfriert, ne? So, was haben wir denn? Mittwoch haben wir heute. Ich schreibe es mir auf. Casey's Haus in der Galerie hochladen. So. Habe ich mal aufgeschrieben. So, Kratessa, hallo! Gerne, Chucky. So, die Zeremonien sind halt sehr, sehr anstrengend für Casey. Deswegen können wir nur eine jetzt durchführen noch. Wie steht es denn um ihr Level? Es geht immer nur darum, dass es euch gut geht. Aber wer fragt nach mir? Oh, das tut mir voll leid, Geist. Oh, es tut mir aber leid, Geist. Was ist denn los? Okay, wir gehen mal auf Toilette. Wie ein Champion pieseln. Das können wir gut. Wir sind Champions. Wir können Pipi machen. Hört ihr die Musik überhaupt? Ist sie laut genug? Oh, jetzt aber schnell auf Toilette, Girl. Und danach kannst du dir vielleicht noch einen Snack holen. Wir haben einfach nichts im Kühlschrank. Oh mein Gott.
Haben wir eine Familiengröße, Onigiri. Ist so besser. Hab sie mal ein bisschen lauter gemacht. Die ist jetzt auch nicht krass laut, ne? Aber ich habe sie ein bisschen lauter gemacht. Hi Casey, ich wollte dir eine Nachricht schreiben, aber nun bin ich hier. Oh, Girl, wo bist du? Oh, hallo. Schön, dass du hier bist. Na, wie geht's dir? Was ist das? Das probieren wir jetzt. Komm, mach doch mal schneller das Essen. Yum, yum. Yum, 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 yum. Oh, das sieht so lecker aus. Du kannst auch zum Essen rufen. Ayo, Aoyama kann auch gern was essen. Guten Morgen, Alicia. Es ist halt die Frage, ob wir mit ihr anbandeln wollen, ne? Ich weiß es nicht. Das ist schon eine süße Mausi, ne? Schon eine süße Mausi. Fastfood. Hallo? Das ist kein Fastfood. Das ist richtig lecker. Oh, sie isst auch was. Oh, nee, sie putzt. Okay, cool. Clem, Sequinario. Falabo, Skunkaglaffin. Okay, wir können dann noch die Blumen ernten. Wir haben Post im Briefkasten. Warum? Jetzt ist die Musik wieder voll laut, ne? Ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, Bonhilda muss nicht essen. Was? Aber Bonhilda hat doch auch Hunger manchmal vielleicht. Na gut. Was war denn da im Briefkasten drin? Ach, den Stein, den wir geschickt haben. Okay, cool. Können wir verkaufen. Da hinten unterhält sich ein Fremder mit einem... Okay, es ist eine Fremde. Na gut. Tuning-Teile. Na gut. Können wir eigentlich verkaufen, ne? Brauchen wir nicht wirklich... Gut, Girl, es ist echt schön, dass du da bist. Es ist nur schon 16 Uhr. Wir müssen jetzt... Oh, sie verstehen sich so gut. Schaut mal, wie süß. Wir müssen halt leider eigentlich schlafen gehen, denn... Unglaubliche Geschichte erzählen, höheres Level der Charisma-Fähigkeit erreichen. Eine unglaubliche Geschichte erzählen. Das können wir machen. Dramatische Geschichte. Oh. Mit jemandem plaudern. Plauder mal mit ihr. Und dann kann sie ja vielleicht echt noch ein bisschen reden üben. Sie ist schon Bonhilda ist schon hinüber. Das ist lustig. Ich habe gerade voll Lust, Sims zu spielen. Ja, und los! Ich kann mal zusammenspielen. Bonhilda ist drüber. Das ist witzig. Das ist witzig. Die Arme. Arme Bonhilda. Muchi Pichi. Okay. Ja gut, wir müssen schlafen. Es hat keinen Zweck. Sie will jemanden umarmen. Wie süß. Wir brauchen irgendwas Ruhiges. Das ist viel zu actionreich, das Lied. Okay, dann ab ins Bett, meine Liebe. Ich meine, morgen früh wird's wieder wild, ne? Das wissen wir ja jetzt schon. Okay, die Kerze hier oben brennt, das ist schon mal gut. Ist der Napf noch? Oh, der Napf ist leer. Ah, wir müssen erst die Schüssel vollfüllen. Oh,
Poppy. Hey. Poppy, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Dankeschön. Ich freue mich sehr darüber. Danke, danke, danke. Willkommen im Staubsaugerbeutel und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den Emotes. Vielen lieben Dank. Dankeschön. So viele neue Fussel heute. Wahnsinn. Überlege gerade, ob ich nebenbei Sims 3 spielen soll, aber die Zwillinge sind zu stressig. Oh, geil, Zwillinge, schön. Viel Spaß. Okay, der Napf ist jetzt voll, dann kann sie wieder schlafen gehen. Sie muss schnell ins Bett. So, jetzt können wir auch in Ruhe schlafen. Hallo, Goodwin. The Goodie. Ich will jetzt die Lizenz haben. Wir probieren das jetzt nochmal. Man kann kein Emote-Chat einlösen. Warum? Hab nichts gemacht. Ich war es nicht. Wir spielen in Willow Creek. Wir spielen gerade in Willow Creek. So, Girl, dann zieh dich mal um. Geh mal runter, dir was zu essen machen. Beziehungsweise nochmal was zu essen holen. Wir verkaufen diese Dings jetzt. Ah, das kann sehr gut sein, Jenny. Mhm. Aber können wir schon mit ihm darüber sprechen? Weil ich habe gar keine Option. Was ist ein paranormaler Ermittler? Das können wir ihn nochmal fragen. Wenn du mich von deiner... Vielleicht können wir mit ihm zusammen eine Seance durchführen. Und dann findet er uns vielleicht voll cool. Oh nein, wir haben gar keine Binden. Upsi, dupsi, Daisy. Wir brauchen Binden. Ah, wundervoll Gegenstände kaufen. Tampon und Binden. Gut, komm morgen. Sorry, Girl, du musst jetzt noch ein bisschen aushalten. Wir können jetzt eine Gruppenseance heraufbeschwören. Komm, Girl. Oh. Ja, ja. Goodie denkt sich so, ii, die stinkt so, ii. Ii. Und wir so, egal, Goodie, egal. Unsere Mizi ist immer am Start. Oh, da sind die Geister jetzt. Hallo. Haben wir irgendwie eine Gabe? Wir haben nichts da. Lass sie mal schnell eine Kerze machen. Oh, der Geist mag uns leider nicht so gerne. Oh, kommt sie da jetzt nicht hin wegen den Gespenstern? Okay, doch. Dann machen wir eine Kerze und dann geben wir ihr eine Kerze. Gut, im Keller ist schon kalt, ja. Das arme Girl hat so stark ihre Periode. Kannst du jetzt... Mach doch bitte weiter. Ich weiß, dass du... Jetzt sind sie weg. Oh nein. Aber es ist gut, dass wir dann wenigstens vorbereitet sind fürs nächste Mal. Wo sind wir denn? Okay, es befindet sich im Inventar. Medium-Fähigkeit, Stufe 4. Dann soll sie mal schnell Pipi machen gehen und dann machen wir noch eine Seance. Okay, sie kommt gleich wieder runter. Du musstest doch aufs Klo, Girl. Geh doch bitte. Warum ist sie denn jetzt nicht gegangen? Ah!
Was machen wir denn jetzt mit ihr? Oh mein Gott, Leute, was machen wir denn jetzt mit ihr? Das ist einfach ein Geist im Wohnzimmer. Bis später, Nina. Können wir uns mit dir anfreunden? Persönlichkeitsart liebend. Oh, sie scheint voll die Nette zu sein. Keine bösen Dinger tun. Jetzt meine Kerze ausgepustet. Hey. Girl, are you crazy, crazy? Kannst du bitte nicht meine Kerze auspusten? Ich brauche die, um keine Angst zu haben. Ja, habe ich wieder angezündet jetzt nämlich. So, jetzt fragen wir mal Goody, was wir machen sollen. Ich habe Angst, hilf mir. Tinka, hallo! Feen? Oh, das wäre schon schön, ja. Leider habe ich kein Geisterwachs mehr, aber du erhältst heilige Kerzen. Okay, nee. Hat sie gerade selbst Angst vor einem Geist? Um Bonehilda herbeizurufen. Okay, wir rufen jetzt Bonehilda herbei. Rufe schnell Bonehilda herbei. Ja, ist halt lustig, ne? Weil wir haben halt einfach dieses Ding jetzt verkauft. Tschüss, Miss Mayen. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Bonehilda, hi, oh Girl. Kannst du mir helfen, bitte? Ah, jetzt ist sie weg, oder was? Okay, gut. Okay, es ist jetzt aber auch wieder Tag. Vielleicht ist sie deswegen gegangen. Oh mein Gott, ey. Komm, leg dich schlafen. Post, oh nein. Ach so, nee, das sind unsere wonderful Gegenstände. Ich dachte schon, das wäre jetzt eine Rechnung. Na, sie muss jetzt halt erstmal eine Weile schlafen. Vielleicht schreibt sie heute auch noch mal ein Buch. Bis gleich, Nadi. Vielleicht schreibt sie auch noch mal ein Buch. Heute ist Silvester. Oh mein Gott. Nee, morgen ist Silvester. Heute ist Nacht in der Stadt. Okay. Mhm. Nee, ich gehe nicht mit Schwimmen. Es ist saukalt. Es ist Winter. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man das Pack auch ohne vier Jahreszeiten haben kann. Also Sims ohne vier Jahreszeiten, das gehört so dazu, finde ich. Ich finde das ganz komisch, dass es auch, dass man das Pack dazu kaufen muss, ehrlich gesagt. So genau, geht ihr mal ganz schnell die Binden und Tampons aus dem Briefkasten holen. Hä, woher haben wir denn jetzt plötzlich die Puppe?
glaube, wir brauchen die Gruselmusik, aber nur nachts. Tagsüber brauchen wir irgendwas Entspanntes. Sonst ist es die ganze Zeit so anstrengend. Dein Haus ist wunderschön. Dankeschön. Die gruselige Musik brauchen wir eigentlich nur nachts. Oh Gott, Girl. Okay. Ach, wir können ja jetzt auch zu Hause ein Buch schreiben. Ich hab's ganz vergessen. Ich wollte schon wieder in die Uni gehen. Oder wo auch immer man da hingehen kann zum Buch schreiben. Schreiben. Wir können auch erstmal ein bisschen üben, damit es besser wird. Komm, dann üb doch mal das Schreiben. Das Pack sollte schon im Basecamp enthalten sein. Voll. Die Jahreskarten kaufen zu müssen, ist schon Pain. Ja, voll. Ich finde, es gehört einfach voll dazu. Das Girl braucht mal eine Dusche. Ja, das liegt an ihrer Periode, glaube ich, dass sie so stinkt. Aber wir haben ihr gerade Sachen gegeben. Das sollte jetzt gleich funktionieren, eigentlich. Eigentlich. Oh, Aoyama, gerne. Aber wir haben jetzt gerade Business. Wir schreiben gerade, wir lernen gerade schreiben. Oder meint ihr, eine Dusche hilft? Wir können es auch mit dem Toilettengang nochmal versuchen. Jetzt ist sie schon wieder rübergekommen. Ah, die hat aber auch drüben kein schönes Leben, oder? Oh, guck mal, unsere Hausgeister sind da. Eww, unsere Toilette. Oh, die musst du ganz schnell putzen, bevor wir Gäste reinlassen. Oh, wollen wir zusammen nach der Stadt machen? Kostenlose Speisen und Getränke. Hm, können wir eigentlich machen heute, ne? Ich habe eh langsam Hunger. Wir haben nur leider gar keinen Spaß. Leider weiß ich nicht, mit wem ich da hingehen soll. Ich bin ganz alleine und, naja, weißt du. Aber wir können doch zusammen so nach der Stadt gehen. Also ich hätte total Lust. Wenn du Lust hast, lass uns einfach gemeinsam da hingehen. Ja, doch. Gerne eigentlich. Ja, doch. Oh, wisst ihr, wo wir das machen? Oh mein Gott, ich weiß genau, wo wir das machen. Ich habe nämlich gestern im Stream ein Diner platziert. Wir gehen jetzt in das Diner. Wo war das? In Sanmaishuno habe ich das, glaube ich, platziert, gell? Wie, ich habe das jetzt nicht platziert? Entschuldigung. Habe ich das nicht auch in der Welt platziert? Hallo Sally! Voll Unterleib, voll! Ja, genau. Ich finde, es gehört eigentlich dazu, das Pack. Finde ich total kacke, dass es nicht dabei ist. Oh nein, halt, stopp! Wir brauchen das. Wie habe ich denn das gemacht? Danke, Sally. Nee, ich habe die einfach nur eingedreht an der Seite. Deiner wäre jetzt mega. Oh, hört auf, über Essen zu reden, Leute. Wisst ihr noch, wer das war? Ja, ich hab das in mehreren Spielständen platziert. Oh nein, von wem war denn das nochmal, das Deiner? Oh nein. Warte, finde ich raus. Oh, danke, Jenny. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich glaube... Nee, ich weiß es nicht mehr. Hallo Sandra, mir geht's gut, dankeschön. Wie geht's dir? Ich weiß es leider nicht mehr. I'm not sure about that. Nee, ich weiß es nicht mehr. Wir haben uns viel zu viel angeschaut. Rona, das kann sehr gut sein. Mhm. Rocker dann, oder? Rocker Roxy? Oh ja, da ist es. Ja, haben will. Bindehautentzündung. Oh no, gute Besserung. Gute Besserung. Oh no, das ist ja eklig. Bindehautentzündung ist super unangenehm.
So. Wie geht es jetzt? Wahrscheinlich ein bisschen warten oder bis Personal und alles kommen. Hier sind noch gar keine Angestellten. Doch, jetzt ist er schon mal da und das Diner ist einfach schon komplett voll. Oh mein Gott, das ist ja wirklich alles umsonst. Yum, yum. Dann bestellen wir... Brezeln? Nee, wir bitten um Tisch. Wir wollen was Richtiges bestellen, nämlich. Ja, ja. So ein cooles Diner voll. Oh, stimmt, Nicole. Das könnte ich tatsächlich machen. Gute Idee. Richtig Gönnermodus dann jetzt voll. So, der Boy gibt uns jetzt mal einen Tisch. Guten Morgen, Melli. Du kannst ja nicht so frustrieren, wenn ich arbeite. Entschuldigung. Aber wir haben auch ganz viele Patienten heute im Stream. Die sind ganz krank. Wir müssen heute, wir machen heute einen Gesundheitsstream. Ja. Die alle, die jetzt krank daheim im Bett liegen, brauchen doch auch Unterhaltung. Denen ist doch langweilig sonst. Ja, ja. Das ist einfach nur Custom Content Fluffy Otter, der Ladebildschirm. So, wo haben wir denn jetzt einen Tisch gekriegt? Wo geht's denn lang? Dann können wir auch gleich auf Funktion testen. Oh, hallo, Girl! So, für Tisch bestellen. Oh, wie schön. Die beiden sitzen jetzt einfach im Diner. Oh mein Gott, das ist alles umsonst. Uhuhu. Also, bestellen auf jeden Fall. Die Limonade ist Empfehlung des Chefs. Okay, bestellen wir eine Limonade. Brotstange. Na, nur weil es günstig ist, ist die Empfehlung vom Chef. Ich verstehe das schon. Pflegerin Sandra sorgt heute mit dem famösen Stream für Unterhaltung der zu Pflegenden. Das hast du aber sehr schön gesagt, Fluffy Otter. Das hast du sehr schön gesagt. Also, ich finde ja Spargel ganz geil. Eine Pokeball bestellen wir uns. Und dann, ja, das reicht doch eigentlich. Wir brauchen es ja nicht übertreiben. Wir brauchen es ja nicht ausnutzen. Oder die Arbeit müssen trotzdem gute Unterhaltung brauchen. Ganz genau, Nicole. Auch dafür, meine Liebe. So, dann bestellen wir mal... Oh, scheiße, jetzt hätte ich das fast weggeklickt, ne? Ja, Bongi, wo ist denn die Kellnerin? Guten Tag, wo ist denn die Kellnerin? Wir haben ganz doll Hunger. Es ist einfach schon 22 Uhr gleich. Wo ist der Tag geblieben? Oh mein Gott. Oh. Viel Spaß, Melli. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Nee, ich glaube nicht, dass da Hybriden rauskommen können. Tut mir leid, muss ich dich leider enttäuschen. So, ich glaube, wir kriegen gleich unsere Bestellung. Casey ist schon wieder ein bisschen paranoid. Ah, warte mal. Ich wollte gerade sagen, wir sind an einem anderen Ort. Das heißt, wir haben das jetzt erreicht hier. Sehr schön. Und Charisma Level 4 müssen wir noch erreichen. Einen verrückten Plan vorschlagen. Machen wir. Oh, jetzt hat sie schon wieder jemanden ein Kompliment machen. Das ändert sich auch alle 2 Sekunden, ne? Es ist aber schön, dass die beiden jetzt zusammen essen sind. Oh, sie haben einen... Oh. Oh Mann, wie schön. Das ist ja süß. Beste Freundin und Nachbarin. Das ist richtig süß. Oh Mann.
Cutie. Oh. Ich habe mal da für ein Gesicht. Hallo, guten Tag. Unser Essen kommt doch bestimmt bald, Girl. Bleib lieber da, geh nicht fort. Nein, nein, komm zurück. Oh mein Gott. Unser Essen kommt doch gleich. Wir sterben einfach, weil wir keinen Spaß haben. Ich glaube, wir sind verbuggt. Ich glaube, wir sind verbuggt, leider. Es ist einfach schon 1 Uhr morgens. Oh mein Gott. Oh nein, jetzt ist sie gegangen. Oh nein. Wo ist denn die Kellnerin? Nimm bitte unser Essen auf. Ja, bitteschön. Nisilein, guten Morgen. Oh, mach das, Damsi. Viel Spaß. Mach das. Köche in der Küche. Oh. Na, da steht auf jeden Fall Essen auf dem Herd. Überall. Vielleicht haben die schon Feierabend gemacht. Ja gut, es ist 3 Uhr morgens, also. Okay, wir machen das jetzt aber so, dass wir ihr Essen trotzdem hochcheaten, weil ich finde es nicht fair, wenn wir jetzt hier so lange schon sitzen, auf unsere Bestellung warten und es jetzt einfach nicht klappt. Also, wir gehen jetzt nach Hause, aber das war auf jeden Fall buggy. Also, das können wir so nicht im Raum stehen lassen, ne? Das ist buggy gewesen. Finde ich nicht okay. Der Küchenchef ist einfach gegangen, glaube ich. Okay, dann gehen wir jetzt nach Hause. Da ist keine Treppe. Wie, da ist keine Treppe? Aber da steht doch Essen auf dem Herd. Ihr habt recht, da ist keine Treppe. Wieso ist da keine Treppe? Oh nein. War da vorher auch keine Treppe? Doch, die war da. Ich weiß es genau. Die ist gelöscht worden, als ich es platziert habe. Okay, dann ist... Dankeschön für den Hinweis. Es liegt an der Treppe, dass da keine Treppe ist. Das ist natürlich gut zu wissen. Wie war denn die Treppe? Anders. So, und dann in die Richtung. Ups. So, ne? Ja. Oi, 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 ne? Ja, ich hoffe, das funktioniert dann. Ach, warte mal, das war die Treppe hier. Halt, stopp! So. Gut. Zurück, danke schön, dass du da bist. Hallo, mein aus Kanada. Oh, wie schön! Mein Deutsch ist ein wenig eingerostet, es tut mir leid, wenn ich einen Fehler mache. Macht gar nichts, wie schön, herzlich willkommen. Und Sonja, guten Morgen. Ja, gut zu wissen. Okay, aber dann gehen wir jetzt natürlich trotzdem nach Hause, weil das macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt hier so, ne? Ihr wisst Bescheid. Casey, nach Hause, habe ich gesagt. Ja, jetzt gehen die Köche alle die... Oh ja, guck mal, okay, wow. Mhm.
Jetzt sind sie am Kochen. Ayakumi, hallo, guten Morgen. Jetzt sind sie halt auch am Kochen, ne? Gut zu wissen. Und Dream Franzi, guten Morgen. Hallo, hallo. Mann, 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 das ist natürlich ein Fail gewesen jetzt, ey. Das war mal ein Fail gewesen. Okay, oh mein Gott, ihr geht's einfach so schlecht jetzt. Oh mein Gott. Gut, ab auf die Toilette. Du kannst die morgen... Ah, nee, du musst die gleich sauber. Warte, ich kann mir jetzt nicht angucken, wenn die Toilette so schmutzig ist. Dann duschen. Dann tatsächlich noch ein bisschen Spaß, bitte. Nee, sie muss ins Bett. Sie muss sofort... Sie kann den Selbsttechtelmechtel machen. Das gibt auch viel Spaß. Sie macht einfach ein Selbsttechtelmechtel. Lina, mach das. Alles klar. Viel Erfolg dir, meine Liebe. Schön, dass du da warst. So schön putzi, putzi, putzi das Klo. Okay, es ist noch Futter im Napf. Das ist gut. Oh Gott, es ist einfach 6 Uhr morgens und sie geht jetzt ins Bett gleich. Oh mein Gott. Ein Uhr morgens. Oh, okay, stimmt. Zeitverschiebung. Ich habe nicht dran gedacht. So. Stimmt. So, oh, unsere Kerzen sind auch kaputt jetzt. Guck mal, Spaß ist ganz hochgegangen. Ja, ja. Okay, sie möchte auf jeden Fall Level 4 der Charisma-Fähigkeit erreichen. Das werden wir jetzt machen. Wir werden ein bisschen reden üben. Komm, komm. Agatha Knautschgesicht. Nicht jetzt. Dankeschön. So, dankeschön für deinen Follow. Vielen lieben Dank. So, dann werden wir ein bisschen Charisma-Fähigkeit aufbauen. Ach, sei doch nicht traurig, Girl. Und dann müssen wir noch an unserer Medium-Fähigkeit arbeiten. Stampfen da draußen so wütend durch die Gegend. Unsere Gespenster sind noch da. Guten Morgen. Was macht ihr denn da? Oh, was steht hier? Guten Tag. Emily. Emily ist schlecht gerade. Wir haben hier ein Geisterproblem, Emily. Gabe darbringen. Eine. Oh! Oh, das ist verdorben, ne? Oh, schade. Ich hätte ihnen gern was zu essen gegeben. Dankeschön. Freut mich, dass dir das Haus gefällt. Oh nein, die Periode kickt schon wieder. Ist der Geist jetzt weg? Oh, okay. Baby, take control out. Welcome to my house. Hallo, ihr Lieben. Guten Morgen. Guten Morgen, Raider. Guten Morgen, Misha. Dankeschön für den Raid und herzlich willkommen, ihr Lieben. Na, wie seid ihr vorangekommen im Bauen? Hattet ihr Spaß? Was für eine Frage. Bestimmt hattet ihr Spaß. Yara, dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen. Guten Morgen, guten Morgen. Ihr habt ja voll früh angefangen heute Morgen schon. Ich war im Schminklurki gewesen, nämlich. 9 Uhr, Misha. Der frühe Vogel oder was? Voll früh. Ich bin ja mit 10 Uhr schon so, dass ich denke, ja, 10 Uhr ist schon wirklich sehr, sehr früh. Ah, hallo, Misha. Huh, wieso bin ich ja so bald mal hier? Ja, guten Morgen. Hallo, weil die Misha hier rüber geradet hat. Die hat scheinbar jetzt den Stream also sie hat offensichtlich den Stream jetzt beendet und hat euch hier rüber geschickt. Eli's Mama, dankeschön für deinen Follow. War cool bei Misha und jetzt auch noch bei dir. Ja, schön, ich freue mich, dass ihr da seid. 9 Uhr, weil ich das Video noch schneiden muss. Sonst hätte ich nichts... Ja, das verstehe ich. Okay, Misha, verstehe ich. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg beim Schneiden. Und Anifis, guten Morgen. Mal kurz Pause. Midori! Oi, oi, oi! 5 Monate? In Sanedrae schon 5 Monate. In Sanedrae? In Sanedrae Halb. In Sanedrae Love, es ist einfach unglaublich.
Der, ich wünsche dir viel Spaß für den heutigen Tag in Sanedra. Vidori, vielen, vielen Dank für 5 Monate. Dankeschön, dass du schon so lange dabei bist. Vielen lieben Dank für deinen Support, meine Liebe. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich wünsche dir auch einen ganz tollen Tag. Vielen Dank. Und Mandy Juna, guten Morgen. Schla79, herzlich willkommen. Danke für dein Follow. Mich schon gewundert. Ja, ja, ich bin ich Sandra. Hallo. Wir spielen auch Sims. Und zwar spielen wir eine eigene Challenge, die Occult Family Challenge. Ich mache euch mal den Link rein. Oh. Klappt wieder super hier mit mir. Moment, Moment, Moment. Challenge. Die haben wir selbst geschrieben. Ihr könnt da gerne mal reinschauen. Ihr könnt die auch gerne parallel mitspielen, wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Challenge seid. Und zwar geht es hier um die ganzen Okkulten, weil mir aufgefallen ist, dass ich alle Packs habe, aber halt gar nicht spiele mit manchen Packs, wie zum Beispiel dem Vampir-Pack oder dem Paranormale Phänomene-Pack. Und wir starten hier mit Casey. Die sieht ein bisschen wild aus gerade, aber das... Der Schein trügt, Leute. Die ist eine Powerfrau. Der Schein trügt gerade. Die ist nach Willow Creek gezogen und versucht hier herauszufinden, was es mit den Geistern auf sich hat. Mystische Wesen etc. Und ja, sie ist dabei, Geisterjägerin zu werden. Aktuell sind wir noch dabei, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Deswegen steht sie vorm Spiegel und redet gerade ein bisschen mit sich selbst. Wir wollen unbedingt die Fähigkeit so erhöhen, dass sie eben auch mit den Geistern sprechen kann und eigene Aufträge machen kann. Weil aktuell kann sie es leider noch nicht. Finn Karotte? Hab ich jetzt richtig gesagt? Dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen. Und Köttel, hallo. Nee, Kettel, hallo. Alles gut, kein Stress, alles gut. Wo findet man die Regeln? Direkt über dir müsste der Link zu sehen sein. Und Lucky Mo, dankeschön für deinen Follow, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Vielen Dank nochmal für den Raid, ich freue mich sehr drüber. Ich würde sagen, lass uns direkt weitermachen. Die Mausi muss nämlich noch ein bisschen leveln. Und Lilly, danke auch dir für deinen Follow. Vielen lieben Dank. So, hat sie jetzt ihr Level? Okay, perfekt. Jetzt hat sie auch ihren Meilenstein. 12 Freunde haben, ist das dein Ernst? Casey hat nämlich so ein paar Herausforderungen. Sie ist nämlich paranoid und eine Einzelgängerin. Und das ist ein bisschen schwierig, ihr Bestreben zu erfüllen. Tatsächlich, wir haben ordentlich damit zu kämpfen. Ich meine, 12 Freunde haben und Level 6 der Charisma-Fähigkeit ist halt einfach ein bisschen wild, ne? Okay, Level 6 der Charisma-Fähigkeit kriegen wir aber hin. 12 Freunde wird wirklich schwierig. Das wird schwierig. Oh Mann, die ist schon wieder da. Also langsam nervst du mich, Girl. Wie oft willst du vorbeikommen? Sie so, ja. Einfach ja. Ich wünsche dir noch viel Spaß im Unterricht, Resi. Bis dann. Tschüssli. Ja, manchmal... Oh, jetzt ist die Toilette kaputt gegangen. Oh mein Gott. Manchmal ist es halt... Ich glaube nicht, dass sie die selbst repariert. Ich glaube, sie muss einen Reparaturservice engagieren. Ich hoffe, der macht das gescheit. Um 14.09 Uhr. Ja, okay, das kriegen wir hin. So lange können wir noch warten. Hallo Lola. Dankeschön, Jenny, für den Shoutout. Super, dankeschön. Ach so, Jenny, warte, ich wollte das Subs noch ändern. So, ist der Mensch schon da? Guten Tag, wo bleiben Sie denn? Es ist schon 10 nach. Sie sind schon 1 Minute zu spät. Ich finde, das ist heute auch alles nicht mehr das, was es einmal war, Leute. Ich komme einfach alle zu spät, weißt du? Und wir sitzen hier und warten drauf. Da ist er ja. Nee, ist eine Sie, ne? Manami. Oh, hallo Manami. Schön, dass du da bist. So, Jenny, ich hab's geändert. Gut. Simoleons. Ja, ja, ist in Ordnung. Dankeschön für nix. Gut, dann gehen wir wieder in den Keller, würde ich sagen. Oh nein, wir können noch ernten? Okay. Oh, und wir können draußen auch ernten. Oh, guck mal, hier ist ein Stein. Den können wir graben. Was ist denn das? Schaurige Hände auf unserem Grundstück! Das ist nicht okay! Nein! Nein, nein, die müssen fort. Ich liebe es, dich zu gucken, zu hören, um den Haushalt zu machen. Das freut mich. Schön, dass ich dich ein bisschen unterstützen kann beim Haushalt machen. Boah, Jenny, das ist so übel, ne? Das ist so viel einfach.
Voll crazy. Super, super crazy ist das. Wahnsinn, ey. Do it, girl! Do it! Do it, do it! Wie lange ist eigentlich noch Winter? Nicht mehr lang, ne? Jetzt haben wir Silvester. Ah ja. Ich möchte vorbei... Nee, jetzt hör mal auf, immer vorbeizukommen! Du musst diese Hände wegmachen. Oh, sie hat eine Schatzkarte ausgekramt. Ist natürlich cool. Miss Angelus Novus, guten Morgen! Hallo! Okay. Bam! So. Dann gehen wir den Napf füllen und dann gehen wir nochmal runter in unseren Keller und werden eine Seance durchführen. Mit dahin grausiges Ritual. Sophie, guten Morgen. Machen wir jetzt. Wir müssen nämlich unbedingt unsere Fähigkeiten verbessern. Roba Bay! So, jetzt können wir die schaurige Musik langsam wieder anmachen, denn wir begeben uns langsam wieder in die Nacht. Hier fühlt man sich wohl, hier will man sein. Oh, du bist süß, vielen Dank. Machst du eigentlich mal wieder Koch- und Backstreams? Vielleicht mal um die Weihnachtszeit? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist nur immer so ein Act, die ganze Wohnung zu verkabeln. Deswegen mache ich das nicht so oft. Aber wir machen es auf jeden Fall wieder. Da habe ich richtig Bock drauf. Jetzt hat sie halt schon sehr Hunger und ist auch sehr müde. Ich glaube nicht, dass wir noch ein zweites Ritual schaffen. Sie hat halt auch gar kein Geld. Wir müssen eigentlich auch noch ein Buch schreiben. Soll ich mal einen Caprese-Salat bestellen? Steine sind cool, hallo! Hatte Auswahl. Ja, schön, dass du jetzt da bist. Wir spielen die Occult Family Challenge. Mit Casey. Casey hat sich gerade was zu essen bestellt und es wird langsam wieder Nacht und gruselig. Ja, tut mir leid. Die sind lieb, die Geister. Du musst keine Angst haben. Die sind eigentlich ganz lieb, wirklich, ich schwöre. Okay, der stellt meine Bestellung jetzt ab. Dann gehen wir mal Pipi machen. Ja, du solltest wieder gehen, Boy. Ich habe ein bisschen Geisterprobleme hier zu Hause. Ich glaube, das gefällt dir nicht so. Oh, ich muss die Tür wieder zumachen. Einfach ein bisschen kalt. Um was geht es in der Challenge? Um die ganzen Okkulten. Wir wollen die ganzen, sowas wie Hexe, Vampir, Meerjungfrau, alle verschiedenen Generationen einen anderen Okkulten sozusagen spielen. Genau, das ist so der Plan. Wenn du Ausrufezeichen Challenge machst, bekommst du auch die Regeln dazu. Mensch, ich habe ja ein Abo. Da war ich wohl offline, als ich den bekommen habe. Leider ist der liebe Mensch gar nicht hier. Trotzdem bin ich sehr dankbar. Wie schön, Sophie. Ich freue mich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den Emotes. Der Gaming-Stuhl gefällt mir. Dankeschön. Da gehört zum Enfi sein alter Stuhl, weil meiner löst sich auf. Da geht das Polster langsam kaputt. Hä, wo hast du denn jetzt dein Essen hingestellt, Girl? Hast du das jetzt in mein Inventar gepackt? Isst du den vielleicht auch, den Caprese-Salat? So. Wir müssen unbedingt das Wachs wegtun, weil das... Was ist denn hier schon wieder los? Oh mein Gott, unsere Katze ist rallig. Können wir sie losschicken? Zum Babys machen? Nee, okay. Gut. Okay, wenn sie gegessen hat, muss sie sich ganz schnell in ihr Bett legen. Wir haben keine Kerzen mehr. Oh mein Gott, wir müssen die Kerzen sofort dahin stellen. So. Gut. Oh, ich habe den Teller neben den Mülleimer geschoben. Sie ist richtig müde. Ich mag Schneetarn, das freut mich. Diese Mods sind so cute. Oh, schreck mich doch nicht, Goodie.
Muss auch mal Abo werden. Oh, Yara, danke schön. Das ist lieb von dir. Du kannst sie aber auch vielleicht über deine Punkte welche freischalten. Über die Zuschauerpunkte. Die Kerze auf der Kommode. Meint ihr, wir brauchen im Wohnzimmer auch welche? Schon, oder? Machen wir lieber auch noch eine hin. Ich hoffe, das wird eine ruhige Nacht. Wir haben ein bisschen Probleme mit unserem Schlafrhythmus nämlich. Oh mein Gott! Oh, die geistige Karriere war bei dir verbuggt. Oh, wie ärgerlich. Ist das immer noch so? Vielleicht haben die ein Update gemacht dazu. Vielleicht ist das inzwischen nicht mehr so verbuggt. Sehr schön, Yara, mach das. Wir schlafen jetzt einfach noch eine Weile. Ich meine, jetzt sind die... Oh, Goody macht schon. Aber Goody, wir wollen das doch machen. Wir wollen doch die Punkte kriegen, Boy. Zombiecon Brainbow, das ist ja ein nicer Name. Vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen. Hallo. Mysteriöse Zeichen aufwischen. Nein, Delia! Geh nicht fort! Delia? Bleibst du bitte da? Ich sehe sie genau, dass Delia hier sitzt. Ich sehe, dass Delia hier noch sitzt. Delia, du bleibst da, du läufst jetzt nicht weg. So, lass uns mal unser Grundstück anschauen. Okay, wir haben hier noch ein paar Geister rumfliegen. Wir bringen ihm mal die Gabe da. Haben wir irgendwas einstecken? Ich hoffe. Eine Kerze. Oh, ihm hat's gefallen. Oh nein, oh mein Gott, Girl. Wir essen die verbotene Süßigkeit. Und dann geben wir das an den kuriosen Dingsbumshändler. Bonhilda, Bonhilda, wir brauchen Bonhilda. Schnell, schnell. Geh nicht in den Keller. Geh nicht in den Keller. Was machst du in unserem Keller? Geh da weg. Oh, sie lobt unsere Deko. Was hältst du eigentlich davon von Kanalbelohnungen, bei denen man Filter auf die Cam sind? Ja, das ist leider sehr umständlich, das einzupflegen. Das kann ich nicht mal eben machen. Da müsste ich mit Schnittstellen und so arbeiten. Das kann ich nicht. Keine Ahnung, wie man sowas macht. Also, witzige Idee, aber kann ich nicht. Alles klar, Katie. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deiner Freundin. Och, wie schön. Das wird bestimmt cool. Habt viel Spaß. Ich finde es so cool, die paranormalen Inhalte mal aktiv im Game zu sehen. Ich spiele damit gar nicht, finde es aber mega interessant zu schauen. Das freut mich. Genau, das ist eine Generation-Challenge, genau. Wir müssen dann gleich eine Vermisstenanzeige aufgeben. Okay, Bonhilda kommt jetzt. Die müsste jetzt da sein. Und sich hoffentlich kümmern. Ist gar nicht weggelaufen. Zählt doch nichts. Oh, ich habe Silvester vergessen. Wir haben einfach Silvester verpennt. Oh mein Gott. Ist das kaputt? Oh mein Gott, schon wieder? Einfach schon wieder einen Reparateur anrufen. Oh mein Gott. Guten Tag, Sir. Sie müssen noch einmal kommen. Jetzt ist die Spüle kaputt gegangen. Hilfe, 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 Hilfe. Finde ich unrealistisch. Also mitten. Bonhilda, was machst du denn da? Warum macht ein Bonhilda nix? Boni! Help me! Boni, bitte!
ich mit ihr. Oha! Guck mal! Ah, okay, Nicole, verstehe. Deswegen, ja, guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Die hat die einfach verhauen. Die hat meinen Backofen kaputt gemacht. Na, zum Glück repariert er auch das, ey. Das wird eine teure Rechnung. Mausi, du darfst nicht auf dem Sofa kratzen. Nein, nein, nein. Hat sie es gelernt? Oh, toll. Sie hört auf, an den Möbeln zu kratzen. Das finde ich gut. Was ist denn hier? Wieso haben wir denn... Warum? Wer hat den Strom? Was? Wieso haben wir keinen Strom mehr? War das die Hex? Und jetzt? Wie kriegen wir wieder Strom? Gudi, kannst du uns den Strom bitte wieder anschalten? Midori, schön, dass du da warst. Einen schönen Tag dir noch. Von Hilda die Heldin, voll. Ja, mag das, Jenny. Hol dir mal einen. Nur noch 90 Punkte, dann kann ich nehmen. Ja, perfekt, Yara. Guck. Sehr schön. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Nee, es liegt nicht an der Rechnung tatsächlich. Fluffy Otter, was machst denn da? Vielen, vielen Dank für den Verschenken-Sub an Yara. Yara, jetzt kannst du schon die Emotes benutzen. Och, wie lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Und Just Tana? Danke für deinen Follow. Vielen lieben Dank. Kettle, bis später. Bis dann. Ich würde mich freuen. Oh, wie lieb. Das ist lieb von dir. Dankeschön, Fluffy. Okay, dann können wir noch ein bisschen... Genau, dann soll sie mal ernten. Eigentlich könnten wir das schon mal langsam auf dem Markt verkaufen. Beziehungsweise, ja, doch. Jetzt ist ja bald Frühling. Jetzt gehen unsere Pflanzen hier auch wieder auf. Mit Tränen gießen. Oh mein Gott, die Arme. Anni, wie schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Okay. Mhm. Jetzt haben wir wenigstens was Selbstgestricktes. Machen wir jetzt halt eine Vermisstenanzeige für die Katze, die noch da ist. Und danach kannst du noch ein bisschen an deinem Buch schreiben. Wir brauchen einen neuen Buchtitel. Sims Wunderland, Dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen. Wir brauchen eine Suchanzeige, einen Buchtitel. Irgendwas mit Geistern. Habt ihr Vorschläge? Vielleicht. Wir könnten ja schreiben irgendwie... Geisterschloss von Willow Creek. Oh, das ist süß. Die Geister sind los. Der Geist aus dem Haus. Vielleicht die Geister von... Ups. Die Geister von... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Von Willow Creek. Die Geister von Willow Creek. In diesem Buch geht es um die Geister von Willow Creek.
das ist gut. Ihr habt doch ganz tolle andere Ideen, aber ich glaube, fürs Erste, also jetzt reicht es erstmal. Dann haben wir schon mal ein Buch sozusagen. Ich hoffe nur, dass die Traurigkeitsding noch eine Weile anhält. Weil sie schreibt ja gerade ein trauriges Buch. Wir kriegen einfach... Oh mein Gott, die Tantieme sind so schlecht von unserem Buch. Girl, du machst es super mit dem Buch. Super. Oh nein, jetzt ist sie glücklich. Sie soll doch ein trauriges Buch schreiben. Okay. Jetzt müssen wir es veröffentlichen. Oh, der Schnee taut. Wie schön. Selbst veröffentlichen. Ich glaube tatsächlich, dass wir noch warten. Es ist ausgezeichnet. Dann lassen wir sie noch ein bisschen an der Schreibfähigkeit arbeiten, denn sie kann halt bald das an den Verlag veröffentlichen. Und das wäre schon toll, wenn sie ihr ausgezeichnetes Buch dann an den Verlag schicken kann. Besonderes Geschenk für dich. Aha. Ja, gib mal. Und da müssen wir aber was essen gehen. Was hat sie uns denn jetzt geschenkt? Oh. Was der ist? Leute, das war ein Liebesgeschenk. Habt ihr das gesehen? Da war ein Herzchen. Hat sie mit uns geflirtet? Was? Eine magische Bohne? Was? Wie kann man das einpflanzen? Hä? Wie funktioniert denn sowas? Ach, das kann man gar nicht pflanzen. Oh, süß. Sammeln. Okay, dann lege ich das mal dahin. Die muss in so einen Baumstamm. Mhm. Welche Wandfassade? Warte mal, meinst du die da? Ich kann mal gucken. Ich weiß es nicht auswendig. Irre Steine. Vom Family Pack. Dieses Familiendingsbums. Das könnte sie doch ihrem Kind vererben. Kaki, danke schön für dein Follow und herzlich willkommen. Das könnte sie doch ihrer Tochter oder ihrem Sohn dann vererben, der dann Magier wird. Oder Magierin. Okay. Jasmin, guten Morgen. Hello, hello. So, was haben wir denn jetzt für eine Bücherfähigkeit? Wir können jetzt, fast Level 4, dann machen wir das doch noch voll. Vielleicht kann sie das Buch dann schon an den Verlag verkaufen, weil wir brauchen echt ein bisschen Geld. Wir haben nicht, oh, sie hat eine Schreibblockade. Oh, verstehe. Okay. Dann geh doch ein bisschen Dinge tun. Können wir das... Oh mein Gott, wir können mit Ayoama die Dings durchführen. Oh mein Gott, wir machen das mit ihr zusammen. Sie könnte unsere Geisterjägerfreundin sein. Franziska, hallo, danke schön für dein Follow und herzlich willkommen. Hallo. Wie cool. Delia ist wieder zurück. Ja, ich komme. Warte, wo bist du denn? Oh. Mausi, wo bist du? Das ist eine reine Gruppenseance. Hallo, Laura.
aber sie hat, oh, 98% einfach. 98%, oh mein Gott. Wo ist die Kathi? Jara, ich wünsche dir einen guten Appetit. Lass es dir gut schmecken. Und, ah ja. Mhm. Wir müssen unsere Katze sauber machen. Dann können wir sie nicht willkommen heißen. Und Starlight, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Hallo. Dreckige Mausi. Puiuiui. Ganz schöner Dreckspatz ist es. Ganz schöner Dreckspatz hier. Du bist so süß, ne? Ja, Typ, hallo. Okay, wieso ist jetzt benommen? Dunkle Augenringe. Oh mein Gott, schaut mal! Sie verscheuchten Vladislaus! Sehr gut! Lass ihn bloß nicht rein! Ja, Vladislaus, was hast du davon? Du bist hier nicht gern gesehen! Nein! Du saugst Casey kein Blut aus, nein! Marsch! Noctua, was machst du denn da? 2 Monate im Voraus. Hey, Girl, vielen, vielen Dank für dein Sub 2 Monate im Voraus. Dankeschön für dein Vertrauen, meine Liebe. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr drüber. Danke, danke, danke. Dachte, das Miau kam aus dem Spiel. Kam's nicht? Vielen, vielen Dank. Ach so, du meinst, ich habe gerade miaut. Ja, stimmt. Vielen Dank, Mensch. Dankeschön. Schlaf schön, oh nein! Das machen wir jetzt gleich. Wir kümmern uns jetzt gleich um diese Ranken, damit das nicht wieder unser Boy macht. Wieder schlafen. Voll gerne, dankeschön. Mein Zimmer hat mit Vladislaus 3 Mädchen. Oh nein! Der ist doch böse! Ich glaube, wir mögen ihn nicht so gerne. Hallo Josie! Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, dir geht's gut. So, ab in die Haia, Girl, jetzt. Ab in die Haia. Gut. Ich hoffe, es bleibt die Nacht ruhig. Julia, was ist denn los? Wie süß die beiden immer miteinander quatschen, ne? Oh, wie schön, Josie. Das freut mich zu hören. Sehr cool. Schön, dass du schon Feierabend hast. Hey Boy, das ist unser PC. Da passieren Dinge. Oh, was machst denn du hier? Hallo, Kleiner. Was
Hallo, kleiner Geist. Ich habe Socken für dich gemacht. Guck mal. Oh, er mag es. Oh, er hat uns Kerzenwachs gegeben. Aber wir verkaufen das, damit wir wieder Kohle bekommen. Und bekannter werden. Sehr schön. Ich würde sagen, du gehst noch mal eine Runde schlafen. Unser Haus ist halt auch echt nicht so gut ausgeleuchtet, ne? Okay, die Nacht ist vorbei. Sehr gut. Ist seine Periode jetzt eigentlich auch vorbei? Ich glaube, ne? Sie ist ein bisschen fiebrig. Besteht die Möglichkeit, dass Casey krank wird? Das hoffe ich natürlich nicht. Wir könnten uns eine Teemaschine noch herstellen. Und hallo, Josie. Okay. Wir haben ja fast ein gutes Level. Deswegen machen wir jetzt hier nochmal ein bisschen und gucken, dass wir jetzt Stufe 5 erreichen. Es fehlen nämlich nur noch 2%. Ja, haben wir. Casey ist jetzt ein ausgezeichnetes Medium. Sie kann mächtige Seancen mit einem niedrigen Energieverlust durchführen, um die Chance des... dass Interaktion mit Geistern erfolgreich sind, steigt. Sie kann jetzt außerdem überall in der Welt einen Seancenkreis erstellen. Was ist das? Oh mein Gott, das heißt, sie kann irgendwo eine Seance durchführen? Oh, wie geil. Das werden wir gleich machen. Oh ja, Svenny, bei uns ist auch nicht so schönes Wetter. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Wir gehen aber erst die ganzen Sachen hier verkaufen. Und dann fragen wir Goody um die Lizenz. Casey ist jetzt berechtigt, eine Lizenz für paranormale Ermittlungen zu halten. Bitte Goody um weitere Informationen. Goody! Ich hab's genau gehört. Jetzt ist er gegangen. Oh mein Gott, Goody, war das jetzt dein Ernst? Na gut, jetzt ist er gerade gegangen. Wie cool! Okay, dann gehen wir mal nach Hanford. Oh, sie muss ganz dringend Pipi. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Okay, erstmal schnell noch Pipi machen. Und dann gehen wir nach Hanford. Und verkaufen da unsere Sachen. Achso. Ich bin immer zu neugierig. Ich kann die nie ungeöffnet verkaufen. Ah, so eine Wackelfigur. Mhm. Okay, dann können wir jetzt reisen. Wir können ja auch in Dings dann was frühstücken. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Arbeitstag, Christine. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. So, ab nach Hanford. Und zwar hierhin. Mhm. Alleine. Dann verkaufen wir einfach mal ein paar Sachen jetzt. So, sehr schön. Nee, du gehst erstmal hier hin. Oh. Hannah, wer bist denn du? Wo ist denn deine Kollegin? Wo ist denn die Kollegin? Also normalerweise ist doch da eine andere Lady. Oh Mann. Boah, das gibt jetzt richtig gut Geld. Hm. Oh mein Gott, guck mal. Oh mein Gott, 2000 Simoleons. So, gibt es hier irgendwie einen Essensstand? Mm.
Oh, wir nehmen mal eine Erdbeermarmelade mit. Oh, und wir können den Stickring mitnehmen. Dann können wir ein bisschen sticken. Okay, dann gehen wir jetzt mal kurz in den Pub und bestellen uns was zum Frühstücken. Eier und Toast zum Frühstück. Ich mag die Challenge, das kann man das Spiel auch mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Voll gut. Ja, oder? Freut mich voll, dass es euch gefällt. Die Kollegin hat Urlaub, das kann sehr gut sein. Spaziergang nach Hause, dabei deinen Stream verfolgen. Wie schön. Wünsche dir viel Spaß dabei. Cool. Ich muss ganz dringend Pipi machen. Ich glaube, ich lasse sie jetzt hier mal kurz snacken. Währenddessen gehe ich Pipi machen. Und mir schnell einen Toast machen. Ich bin sofort wieder bei euch. Wieso kann sie das jetzt nicht essen? Ess das bitte. Ess das jetzt bitte. Girl. Boah. Ach so, sie steckt da fest. Ich bin sofort wieder da. Und ich mache mir schnell den Kaffee. So, wartet, ich mache aber die View auf sie. So. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe ganz schnell noch meinen Toast gegessen, damit ich jetzt ganz in Ruhe hier sitzen kann und nicht mehr an Essen denken muss. Hey. 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 Mimi. Hey. Dankeschön für dein verschenkten Sub an Iduaya. Idunaya, vielen, vielen Dank. Hey. Dankeschön. Danke, Jasmin, hi. Der nimmt nicht so in einem Geist aus. Ja, sie hat auf jeden Fall ein bisschen zugenommen. Ich finde es aber ehrlich gesagt nicht schlimm. Ich lasse laufen. Ich lasse sie einfach zunehmen. Mada, hallo. Wir haben immer so viele perfekte Sim. Ich finde es okay, wenn sie einfach mal perfekt unperfekt ist. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Ja, war doch ganz nett hier. Dann würde ich sagen, ab nach Hause. Ihre Schreibblockade hat sie vielleicht jetzt gelöst. Dann können wir nämlich so ein bisschen daran arbeiten, dass sie ihr Buch veröffentlicht. Wir haben halt einfach... Oh mein Gott, wir brauchen nur noch die Lizenz, Leute. Ich freue mich so. Henny, danke schön für deinen Follow und herzlich willkommen. Hallo. Mimi... Mimi? Mimi? Du weißt schon, dass wir gerade September haben. September. September. Du hast gerade für Februar gesagt, Mimi. Wir haben September. Bist du ein bisschen wild? Bist du eine Wilde? Mimi, bist du ein bisschen wild? Mimi, ich glaube, es geht los, ey. Vielen, vielen Dank für deinen Sub für Februar. Das ist doch 20 Monate hin. Weißt du hoffentlich. Dankeschön, meine Liebe. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, es geht los. Mhm. Rabenmama, guten Morgen. Wir haben doch September, oder? Ja, 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 reden wir nicht drüber, ne? Mhm. So. Ich weiß schon, warum ich das nicht in meinen Streamtitel schreibe. ...717 Simoleons Rechnung. Holy shit. Rechnung bezahlen. So. Play. Und wenn wir das gemacht haben, werden wir nochmal die Schreibfähigkeit verbessern und hoffen, dass wir dann unser Buch veröffentlichen können über den Verlag. Ich mag es echt gern bei euch, ihr lieben Menschen. Ich auch. Ich auch. Ich mag es auch gern mit euch.
Ja, sie kann jetzt ihre Werke an einen Verlag verkaufen. Sehr gut. An Verlag verkaufen dieses Buch, denn das ist echt großartig geworden, glaube ich. Dann werden wir nochmal uns ein bisschen an der Charisma-Fähigkeit... Immer wenn ich Charisma sage, muss ich an unsere Charisma denken. Wir halten zusammen, also keinen Stress, wenn ihr nicht Sub seid. Genau das. Dankeschön. Ja, ich guck's gerade. Ich glaube, das ist das, was Nidus auch spielt, Jana, oder? Weil bei ihr schaue ich's gerade, wenn es das ist, mit den zwei Jungs. Annalena, hallo! Dann spoilere ich mich. Also ich kann dir sagen, dass noch nicht viel passiert ist. Also wir hatten jetzt schon ein bisschen Action, aber es ist noch nicht so viel passiert. Du kannst gerne bleiben. Also es ist jetzt nicht irgendwie was Weltbewegendes passiert. Sonja, danke schön, das hilft. Eddie! Hallo, Girl! Ja? Wie geht es dir? Bist du schön aufgeregt vor Freitag? Bist du Schule aus? Jesse, hallo, danke für dein Follow und herzlich willkommen. So. Uff, okay, sie soll jetzt ein bisschen Charisma-Fähigkeit aufbauen. Ah, was wir geschafft haben. Nee. Was wir geschafft haben, wir haben unsere Lizenz jetzt bekommen. Wir können jetzt Geisterjäger-Dinger tun. Wir müssen nur schauen, wie wir das jetzt machen. Wir müssen mit Goodwin sprechen. Goody, dass der uns. Wieso haben wir da jetzt Deko? Sehr gut. Wer klopft? Kado, was möchtest du hier? Du hast eine Freundin. Cersei, hallo. Und Blushy, hallo. Welche Challenge spielst du? Wir haben... Der zweite Link, die Occult Family Challenge. Die haben wir selbst geschrieben. Oh, ja. Wartet mal ganz kurz. Das geht meine Tastatur nicht. Oh Mann! Okay. Haustiere? Nee, leider nicht. Leider nicht. Habe ich alles im FAQ-Video beantwortet? Ja, hast du schon gesehen? Hast du schon gesehen? Ah, wie lange machen wir das jetzt noch? Machen wir schon bis... Nee, das schaffen wir, glaube ich, nicht. Goody! Goody! Ich hätte gerne die Lizenz! Gib mir die Lizenz, please! Gib mir die Lizenz, please! Ich möchte die paranormale Entwicklerin werden. Goody, bitte. Ich möchte paranormaler Entwickler werden. Ermittler. Glückwunsch. Jetzt sieh sich das einer an. Du sprudelst ja nahezu über vor lauter spiritueller Energie. Ich wusste, dass du etwas Besonderes bist. Deshalb habe ich hier eine Lizenz für paranormale Ermittlungen für dich. Also was sagst du? Bist du bereit, den nächsten Schritt zu gehen? Ich bin bereit! Casey hat eine Lizenz für paranormale Ermittlungen erhalten und ist bereit, Aufträge als paranormale Ermittlerin anzunehmen. Da-da-dam!
Fleur, hallo. Schön, dass du da bist. Viel Spaß mit dir, die Moritz, Fleur. Du hast einen Sub bekommen. Mittagspause. Hallo, Andi. Andi, wir haben die Lizenz bekommen. Gerade eben. Haben gerade Kunst. Anna, du sollst im Unterricht aufpassen. Mimi, vielen Dank für 50 Corgi-Bits. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ja, Andi, und wir haben die 700 Subs geknackt, du. Ja, ja. Soll sie ein bisschen PC spielen. Bla Blue Pancake, dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen. Hallo. Gut. Oh, die ist auch schon wieder vertrocknet, ne? Ich würde sagen, wir stricken noch schnell was. Und dann gehen wir essen, schlafen und gucken, ob wir... Oh nein, kann es sein, dass wir unser Essen... Oh Mann, wir haben schon wieder gegessen und haben es nicht in den Kühlschrank. Man hat das Spiel fast gar nicht, was? Doch normalerweise. Warte, ich kann die Musik wieder ein bisschen leiser machen. Lisa, hallo. Fusselpower voll. So, wir stricken das Ganze jetzt hier mal. Jemanden umarmen, weil sie glücklich ist. Wir haben jetzt niemanden da zum Umarmen. Okay, wir haben das Strickprojekt abgeschlossen. Sehr gut. Dann genau, koch schnell was. Dann musst du aber ganz schnell schlafen gehen, Girl. Wann kommt das erste Kind? Naja, wir haben noch nicht mal einen Partner, ne? Schönen Feierabend, Lisa. Schön, hallo. Schön, schön. Kann man mit Geistern Kinder kriegen eigentlich? Weiß das jemand von euch? Oh, jetzt muss ich aber wirklich schnell schlafen gehen. Ich muss schnell den Napf füllen, Girl. So, sehr gut. Und dann schnell ins Bett, ey. Uff. Oh nein. Oh mein Gott. Ich finde es schon cool, Leni Moon, das Reich der Magie-Pack. Ich finde es sehr, sehr cool, muss ich sagen. Du musst weiter schlafen, Girl. Und ich glaube schon, dass es Sinn macht, dass wir dann nachts zu den Kunden gehen, oder? Lisa, mir geht's gut. Dankeschön. Ich hoffe, dir auch. So, dann, ist sie jetzt ausgeschlafen? Ja, schon halbwegs ausgeschlafen. Aber sie muss jetzt halt nachts eigentlich zu den Aufträgen, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt rufen wir erstmal den Reparateur an.
Ja. Und jetzt? Nach Aufträgen suchen. Wir müssen... Oh mein Gott, ist das geil. Wir müssen leicht anfangen. Beginnt am Dienstag um 21.30 Uhr. Okay, das schaffen wir. Wir müssen da wirklich leicht anfangen. Oh Girl, du kannst dich schnell anziehen, weil gleich kommt der Reparateur. Du willst doch nicht im Nachthemd aufmachen, oder? Zieh dich mal schnell um. Ist das immer der gleiche eigentlich? Ist immer das Girl hier. Oh no, unsere Pflanzen sind kaputt gegangen. Vielleicht kann er das retten. Simoleons-Tantieme, ja! Okay, und unser PC geht wieder. Das ist doch schön. Ich glaube nur wirklich, dass es auch zerstört wird dann. Was machen wir denn jetzt mit dem kaputten Kerzenwachs? Können wir das wiederverwenden, um neue Kerzen zu machen? Hm. Wie geht sie jetzt einfach? Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das auch machen können. Na toll. Super. Ja, aber wie denn? Wie schmelzt man die denn ein? Hm, ich kann die nur irgendwie wegwerfen. Ich möchte etwas wirklich Leckeres essen. Ja, okay. So, jetzt haben wir alle vergammelten Pflanzen weggemacht. Gut. Okay, dann geh mal auf Toilette, Girl. Mach das, Melanie. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst, Kiki. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. So. Und danach geht sie mal duschen. Dann hat sie halt auch schon bald ihren Auftrag. Ich würde sagen, sie soll mal so einen Seancekreis erstellen. Ich will mal wissen, wie das aussieht. So bis 15 Uhr heute wahrscheinlich. Wie cool. Wie cool, schaut mal. Jasmin, ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Arbeitstag. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Dankeschön. Ich würde sagen, sie soll noch mal eine Runde schlafen gehen, weil der Auftrag beginnt ja um 21.30 Uhr, damit sie auf jeden Fall ausgeschlafen und ganz stark ist. Nee, Girl, du kannst nicht alle 2 Minuten rüberkommen. Wir sind beste Freunde, ich weiß es, aber sie kann nicht alle 2 Minuten rüberkommen, das ist zu viel. Okay, sie ist super ausgeschlafen und muss gleich zum Auftrag. Soll sie noch ein bisschen was snacken? Weil das raubt ihr ja doch schon sehr viel Energie. Vielleicht soll sie noch so ein Bonbon essen? Ja, es war gut. Energie strömt durch ihre Adern. Oh, guck mal, das geht beides einfach hoch.
Aber sie darf nicht zu viel davon essen. Das ist gefährlich nämlich. Das ist gefährlich. Zu viel ist ungesund, Leute. Zu viel ist einfach ungesund. Ne? Guti, wir haben jetzt unseren ersten Auftrag. Ich bin ganz aufgeregt. Kommst du mit? Okay. Für dich gequatscht. Ich möchte mitgehen. Dankeschön, Lisa. Das ist ganz lieb von dir. Das freut mich total. Danke dir. Ach, das ist die Musik. Gruselig. So, meine Lieben. Oh, das sieht ja ganz krass aus. Geister vom Grundstück vertreiben. Penny hat uns bestimmt angerufen. Wir stellen uns erstmal freundlich bei Penny vor. Ist das die gängige Praxis eines paranormalen Ermittlers? Was denn? Oha, wir sind direkt voll Friends. Wir probieren es jetzt. Hallo, kleiner Geist. Schau mal, ich habe dir eine Mütze mitgebracht. Das ist nur für dich. Guck mal, bitteschön. Oh, Mützen mögen sie, das ist gut. Das habe ich halt nicht selbst gemacht. Wir probieren es trotzdem. Ecto-Cake? Nee, das essen wir lieber nicht. Kleiner Geist, du musst gehen. Es ist schön, dass du da bist, aber du musst gehen. Es reicht doch. Du warst lang genug hier gewesen. Also ich verstehe, wenn du gerne hier sein möchtest, bei den Menschen und so, aber du hast doch eine andere Welt. Nein, ich will nicht gehen! Ich gebe dir auch einen Teil meiner Seele, wenn du möchtest. Nur einen Teil. Gefällt dir das? Ja? Und er so, ja, Seelen, cool. Ja, und jetzt? Ah, okay. Da ist noch mehr, oder was? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Und sie schläft einfach seelenruhig. Oh mein Gott. Okay, sie macht's nur gescheit, ey. Also ich würde sagen, das haben wir einfach souverän gelöst, oder? Souverän gelöst, Leute. Was meinten ihr? Ich finde die Challenge so interessant. So lernt man auch mal die eher nicht so oft genutzten Packs in Sims kennen. Voll, Marisa. Finde ich auch. Macht auch richtig Spaß, damit zu spielen. Ah, verstehe, Nicole. Ja, dann kann man nichts machen. Dann kann man es gar nicht erfolgreich abschließen. Wollte nur mal kurz in die Stadt zum Arzt und dann ist eine Demonstration. Ich habe ewig nach Hause gebraucht. Nie wieder Bus fahren. Safi, willkommen zurück. Oh, Mensch. Das ist ja wirklich gut. Guck mal, wir haben es gut gemacht. Gute Arbeit, Ermittlerin. Der Frieden wurde wiederhergestellt. Fürs Erste. Du hast außerdem ein Belohnungsobjekt verdient. Was? Was für ein Belohnungsobjekt? Oh, die Musik habt ihr gehört. Ein Belohnungsobjekt? Was wird das wohl sein? Lehmhände nur zur Deko. Oh. Oh shit, jetzt habe ich Reisen gedrückt. Ich möchte gar nicht reisen.
cool. Also ich weiß nicht, was wir mit diesem Wachs machen können. Ich habe doch damit letztes Mal neue Kerzen hergestellt. Aber wie habe ich das denn gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen dann nochmal ein leichtes. Föderales Büro für Spukinvestigationen. In deinem Haus treiben Geister ihr Unwesen. Du findest immer wieder gruselige Puppen auf dem Dachboden. Du vernimmst heimliche Stimmen außerhalb deines Kopfes. Da draußen treiben sich Geister herum. Und die können ganz schön nervig sein. Wenn du eine Lizenz... Ach so, nee, genau. Das haben wir ja jetzt schon. Okay, perfekt. Mhm. Ja, wir sind super fit. Wir sind jetzt am Stizzy hier. Wir sind gar nicht müde. Warum ist sie deprimiert? Irgendwas fehlt. Ein Stück der eigenen Seele zu verlieren, ist kein gutes Gefühl. Oh nein. Die Mausi. Ausheulen. Ja, mach das mal. Oh je, wir haben unsere Seele verkauft, Leute. Der Geburtstag von Casey naht? Oh, wow. Sie wird schon erwachsen. Oh, was war denn das? Entschuldigung. Was war denn das? Oh, Brudi, was machst du denn da? Oh, das ist ein Frechdachs hier. Das ist ein Frechdachs. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen stricken. Also Mützen scheinen sie irgendwie zu mögen. Wir machen noch ein paar Mützen. Würde ich jetzt vorschlagen. Delia, wir müssen noch ein paar Mützen stricken. Ich habe irgendwie Stimmen im Ohr. Habt ihr das auch gerade gehört? Ich weiß aber nicht, woher. Dann müssen wir für die Aufträge nämlich ein bisschen was stricken. Ich stelle mal die Marmelade in den Kühlschrank, weil sie ist halt nicht von uns selbst gemacht. Deswegen mag er das halt nicht. Hallo Larissa, schön dich zu sehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und vielleicht bis später. Ja, mach das. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Lass es dir schmecken. Nicole, lass es dir gut schmecken und schön, dass du da warst. Warum klappt mein Abonnieren nicht? Oh, Partyzone, hallo. Weiß nicht, was hast du denn gemacht? Also ich weiß jetzt nicht. Keine Ahnung. Wenn du deine Seele verkaufst, verschwindet deine Lebenszeit. Oh, was? Oh nein! Wir haben Lebenszeit verloren, weil ich die Seele verkauft habe. Oh mein Gott. Das machen wir nicht nochmal. Das sage ich aber euch. Das machen wir aber nicht nochmal. Nein, nein. Mm-mm. 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 Hallo Rex, schön dich zu sehen, schöne Mittagspause. Das tut mir leid zu hören, Lisa. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Krass. Und vielleicht können wir dann das Stickding noch machen. Ich meine, wir können jetzt noch nicht so gut sticken, aber... Okay, das ist eine ausgezeichnete und eine normale Mütze. Super. Ist das hier ein Strickmarathon? Ja, ja. Casey muss ganz viel tolle Sachen sticken und stricken, damit die kleinen Geister besänftigt werden, weil die mögen sowas. Oh, jetzt muss ich aber doll pipi. Mhm. Oh nein, hier ist Klipper. Hör auf zu klippern. Juhu. Oh, guck, das ist jetzt passiert wegen dem Glibber, Leute. Das ist jetzt wegen dem Glibber passiert. Mhm, was haben wir jetzt davon? Seele verkaufen ist keine gute Idee. Hm, wer hatte das gedacht? Entschuldigung, Lisa, kann doch keiner mit rechnen.
Wohnungsauflösung ist so anstrengend. Oh, das glaube ich dir. Telenera, glaube ich dir. Wieso hast du deine Seele verkauft? Naja, damit der Geist weggeht. Alles für die Kunden. Alles für die Geister. Du hast gut gemeint, ne? Okay, die Pfütze ist weggewischt. Gut. Ich hab's doch nur gut gemeint. Kann doch keiner wissen, dass das in die Hose geht, Leute. Kann doch keiner wissen. Ja, der Geist ist weggegangen durch die Seele. War super. Sandra probiert halt immer wilde Sachen. Beim letzten Mal hat sie einfach irgendwelche Geisterdrinks getrunken. Naja, aber Andi, man muss auch dazu sagen. Man muss auch einfach dazu sagen, dass wir die Challenge ja auch ausprobieren wollen. Weißt? Schon wichtig, dass man auch Dinge probiert. Und das ist mein Probierer. Weißt? Ich probiere das halt aus. Ist schon wichtig, dass man die Dinge auch ausprobiert. No risk, no fun. So sieht's aus. So, wenn wir das gestickt haben, das wird wahrscheinlich nicht so ein gutes Produkt sein, aber wenn wir das gestickt haben... Wo ist es denn jetzt? Hä? Achso. Schlechte Qualität, super. Da werden sie uns bestimmt... Ja, verkauf's einfach. Das will ja keiner, wenn es eine schlechte Qualität hat. Okay, wir haben aber zwei gestrickte Mützen. Bücher will ich halt eher an den Verlag verkaufen, tatsächlich. Wobei wir natürlich eine Kurzgeschichte verkaufen können. Ein Buch für einen Geist. Bitte, Geist, verlasse dieses Haus. Wenn du das liest, bin ich gerade dabei, dich zu verjagen. Bam. Ja, oder der passt voll. Ich mag den auch voll gerne. Den Schreibtisch. Sandra probiert Casey stirbt Challenge vorbei. Nein, Birdie, das passiert nicht. Ein Buch für einen Geist. Oder was habe ich geschrieben? Wie habe ich es genannt? Ein Buch für einen Geist? Ein? Oder was? Wurscht. Wurscht. Der Geist wird es nicht merken. Oh, guck mal, der Geist von Willow Creek kriegt 43 Simoleons. Das wird der Geist nicht merken. Der kann keine Rechtschreibung. Nee, kann er nicht. Der Geist kann das nicht. Lamas sind auch teuer. Same. Also, safe. Das ist schon cool. Das ist eine Puppe. Was machst denn du hier? Sag mal. Oh, die will ich aber eigentlich behalten. Die sieht so cool aus, gell? Wir müssen Casey den Keller ausbauen und ganz viel solcher coolen Okkulten da reinmachen, oder? Das machen wir im nächsten Mittwoch, im nächsten Video sozusagen oder im nächsten Stream. Machen wir Casey den Keller cool, okay? Dann machen wir den Keller komplett voll mit diesen Puppen. Ich würde sagen, Casey ist so eine Lieferdiensttante, die sich ständig irgendwas beim Lieferdienst bestellt. Oh, wir können unsere Blumen noch ernten. Blackie Moon, hallo! Die Puppe sieht echt cool aus, oder? Wir machen das so, dass wir im nächsten Stream ihren Keller ausbauen. Den machen wir richtig gruselig. Oh, Casey, da ist eine Pfütze. Wieso rennst du da rein? Girl, ist doch gefährlich, da rutscht du doch raus. Naja. Unser Essen ist da, yum yum. Oh, und die Geister sind auch da. Die mögen es einfach nicht, wenn du kommst. Gib mir ruhig die Bestellung und geh wieder. Komm, Casey. So, sie isst jetzt ihren mit Penny Pizza. Ach so, stimmt. Ich
dachte mir so, Sims 4 Live, ich weiß nicht. Kenne ich aber von Ninos und wollte mal reinschauen. Bin jetzt absolut begeistert von dir. Oh, Blacky Woon, danke schön. Es freut mich voll. Schön, dass du mich kennengelernt hast durch Ninos. Es freut mich total zu hören. Schön, dass du da bist. Also ich spiele halt hauptsächlich Sims tatsächlich, aber ich spiele auch am Freitag was anderes. Ich weiß nicht, ob das eher was für dich ist, aber ich spiele am Freitag Rainbow Six Siege. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Hoffentlich ist die Puppe nicht wie Annabelle. Ich hoffe nicht, nee. Die Puppe erinnert mich an den Film Caroline, fand den als Kind gruselig mit den ganzen Knöpfen als Augen. Ich weiß gerade gar nicht, was das für einer ist. Nein, ich feiere das gerade total. Okay, cool. Freut mich. So, wir müssen ab in die Dusche. Und wir haben nämlich bald den Auftrag. Dann soll Casey erstmal, Entschuldigung, duschen gehen. Und dann soll sie noch eine Runde schlafen, damit sie dann wieder fit für ihren Auftrag ist. Wir machen ja nochmal einen leichten Auftrag jetzt, damit sie noch ein bisschen reinkommt in dieses ganze Geisterjäger-Thema. Und dann werden wir auch bald einen schweren Auftrag machen. Oder zumindest einen mittelschweren. Dass unsere Charisma-Fähigkeit noch verbessern und 12 Freunde haben. Jetzt steht er schon da, ne? Können wir uns eigentlich ein bisschen mit ihm unterhalten. Hallo? Ich kann ihn nicht anklicken, also werden wir nicht. Gut. Rainbow Six ist nice. Okay, cool. Nice. Ja, ich freue mich voll drauf. Ich spiele das halt eher offline. Also ich habe auch schon, weiß gar nicht, wie viele Spielstunden. Mehrere hundert auf jeden Fall. Oh nein. Casey, ich glaube, du musst bald lernen, das Sachen selbst zu reparieren. Oder wir suchen dir einen Partner oder eine Partnerin, die das für dich tut, weil du bist da jetzt nicht ganz so geschickt, ne? Nee, Penny Piazza Pazza, ich möchte gerade nicht mich mit dir treffen. Ah, wir können doch ins Tagebuch schreiben. Glücklicher Single, was? Nein. Okay, sie macht dich bereit. Wieso ist sie traurig jetzt? Einfach so. Aha. Albtraum gehabt, oder was? Sie soll es in ihr Tagebuch schreiben. Wo hast denn dein Tagebuch jetzt hingelegt? Oh mein Gott. Mach das, Jenny. Ich drück dir die Daumen, dass es klappt. Mach das. Also. Wir sind in Hanford. Hello. Ich werde dir helfen, Boy. Kein Problem, du musst keine Angst haben. Markus, ich bin ein toller Ermittler. Wollte dir nur Bescheid sagen. Hä? Bonhilda ist hier? Wieso ist Bonhilda hier? Ich weiß nicht, aber die Geister sind irgendwie süß. Sieh dir nur die kleinen Gesichter an. Ja, was mache ich denn jetzt? Soll ich die jetzt verjagen oder? Ich muss jetzt erstmal Pipi machen gehen. Oh, die flirten einfach miteinander. Nein! Schnell, komm! Schnell, Casey, wo bleibst denn du? Schnell, Casey, rein da! Oh, Leute, was passiert da drin? Die hatten einfach Sex in der Dusche! Und jetzt muss Bonhilda auf der Couch schlafen. Das ist ja grausam. Oh mein Gott, wie witzig, ey. Oh mein Gott. Einfach Tichtelmechel mit Bonhilda. Und da gibt es auch schon ein Baby. Wessen Baby ist das? Ich check das jetzt. Aktuelles Kind 1. Ich will das sehen. Wessen, warte mal. Heirat und Nachwuchs. Ehegattin Bonhilda! Er ist einfach mit Bonhilda verheiratet! Oh, wie süß! Bonhilda, Girl!
Kann der Typ jetzt bitte... Dankeschön. Oh mein Gott, ist das schön! Oh, ist das schön. Und sie leben einfach auf einem Hof. Easy Street! Lissrex, hallo! Oh, ist das schön! Wie komisch wäre das, Bonhilda schwanger zu sehen? Voll! Wir können ja noch einen Moment hier bleiben, vielleicht. Ich kann ja mit Bonhilda und mit ihm reden, ha? Huh? Wir prahlen jetzt mal mit unserem Erfolg. Ich will jetzt aber trotzdem gucken, ob das Bonehildas Baby ist. Aktuelle Kinder 0. Ich glaube nämlich, dass der von Aliens entführt wurde. Ich glaube, das ist ein Alien-Baby. Genau, wir sind bei Geisterjagd. Wir sehen nämlich paranormale Ermittler. Eine paranormale Ermittlerin. Und auf dem Geisterjäger-Trip sage ich jetzt mal, Baby, pscht. Oh Gott. Genau, wir sind Geisterjäger. Sie ist die Stiefmama. Ja, würde ich auch sagen. Boah, dieses Kind, ich muss gehen. Hey, hallo? Oh, ich habe gefragt, ob er mich wählen würde, wenn ich in die Politik gehe. Hallo, Mary! Ist das ein Mod? Nee, das ist tatsächlich ein Pack. Ja, genau das, was Andi sagt. Das, oh, da unten ist jemand. Das ist einfach ein ganz normales Pack. Das heißt paranormale Phänomene. Das ist ganz geil, tatsächlich. Komm, Casey, ab nach Hause. Schneller. Abmarsch, Girl. Wir bauen aber auch gleich noch ein bisschen. Dankeschön, Partysohn. Ich glaube, der ist einfach nicht so beliebt, das Pack tatsächlich. Ja, Casey, dann ersetzt es mal. Ich habe das doch nur behalten, weil wir dann neue Kerzen machen konnten. Naja, dann verkaufen wir die eben. Da müssen wir aber neue Kerzen hinstellen. Vom Content her ist es aber mega. Ja, voll. Ja, finde ich auch schön, Thekla, das stimmt. Vielleicht ist ja bald mal wieder Angebot. So, wir brauchen paranormale Phänomene. Ach, mit dem Geisterwachs kann man das dann machen. Mit dem Geisterwachs kann man die anfertigen. Wie gesagt, im nächsten... Ja, im nächsten Stream werden wir auch nochmal... Was jetzt? Werden wir auch nochmal die... Oh, ihren Keller ausbauen, wollte ich sagen. Lilly Pizza, hallo! Schönen Feierabend wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Ja, viel Spaß, Poppy. Schön, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal. So, wir haben jetzt 3 Uhr morgens. Casey hat ein bisschen Hunger. Ich würde sagen, dass wir dann einfach... Vielleicht doch noch ein bisschen stricken, hä? Huh? Nee, wir nehmen direkt einen neuen Auftrag an. Aber diesmal fortgeschritten. Ich bin sehr gespannt, ob wir das schaffen. Und wir wollen für Casey unbedingt noch einen Partner finden. Ich würde sagen, dass wir am nächsten Tag mal ein bisschen in die Stadt gehen und mal ein bisschen rumgucken, wen es da so gibt. Weil ich fände es schon schön, wenn sie einen Partner oder eine Partnerin finden würde. Hallo Emily, schön dich zu sehen. So, sie hat die Bowl gegessen oder was war das? Nee, Müsli, glaube ich, einfach nur. Mach doch kurz ein Nickerchen und dann gehen wir in die Stadt. Wer ist denn da jetzt stinksauer vorbeigerannt?
Ah, da leben die Pancakes. Da lebt niemand. Da können wir nicht hin. Okay. Mhm. Mach das. Mach das. Viel Spaß. Weber. Oh, Weber. Josie, verstehe ich. Okay, dann lass uns doch irgendwo mal hinreisen. Vielleicht bleiben wir hier und gehen einfach mal in den Magnolia-Blütenpark. Da müssen wir auch kein Geld ausgeben für die Reise. Xalinia. Hallo, schön, dass du reinschaust. Xalinia. Hallo. So, jetzt sitzen wir hier im Park. Oh, cool, da gibt's einen Stand. Ja, schön. Kann man ein paar Frösche suchen? Vielleicht kann sie dann verkaufen. Ich will mal gucken, ob uns hier vielleicht welche von den neuen Sim über den Weg laufen, die ich platziert habe. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wo ich die platziert habe, wenn ich ehrlich bin. Der ist es nicht, das sind Paparazzi. So, Casey sucht nach Fröschen. Sie hat keine Frösche gefunden. Okay. Mhm, Prominenz. Ja, das ist richtig. Ich habe gesehen, wie du überlegt hast, ob das richtig war. Ja, ja. Ich will halt die Namen immer richtig aussprechen, aber es ist so schwierig manchmal. Oh, da ist, glaube ich, immer Neues. Das ist so schwierig manchmal und dann will ich immer lieber nochmal korrigiert werden. Weil zum Beispiel, ich heiße ja Insanedra, aber die meisten sagen Insanedra, was auch vollkommen in Ordnung ist. Oder Insenedra oder Insendra, ganz viele witzige Namen. Was, ich habe mich echt dran gewöhnt, aber das ist kein neuer, nein. Aber ja, deswegen versuche ich immer die Namen richtig auszusprechen. Rex, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, dass du da warst, meine Liebe. Hab viel Spaß heute noch. Oft für das X weggelassen. Alina. Ah, ja, okay. Aber das wäre ja auch falsch dann. Ja, verstehe. Schwierig. Sabrina, hallo. Such hier einen Promi. Ich weiß nicht. Nee, das ist so stressig mit Promis. Vielleicht müssen wir in den Pub gehen. Oh, cool. Ja, wir gehen dahin. Wir können ein bisschen Dinge tun. Auf der Rollschuhbahn. Cool. Bisschen Rollschuh fahren. Ja, das ist also Englisch und Deutsch, wie Kati und Kate, das fällt mir super schwer, das ist ganz schwierig. Weil ich habe ja ganz viele Katis und ich habe ganz viele Katies und Marie habe ich auch ein paar und dann eine Mary, das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Aber das ist zumindest dann nur so halb falsch, das geht ja dann noch. Das geht ja dann noch. Ich sehe keine neuen Sim, wo sind die denn alle? Ah. Mhm. Guten Tag, wer bist denn du? Oh nein, ich habe die zu Teenagern gemacht. Verdammt. Ich habe vergessen. Oh, scheiße. Da muss ich mal kurz rein, ihr Lieben. Ich habe die nämlich vergessen, zu jungen Erwachsenen zu machen. Verdammt. Das sind auf jeden Fall die Boys, die ich platziert habe. Ich habe vergessen, sie älter zu machen. Ist mir natürlich nicht aufgefallen. Sehr attraktive Boys, oder? Ja, ja. Da habe ich mich nicht lumpen lassen, Leute. Entschuldigung. Oh nein, wo ist sie denn jetzt? Der Colton ist ein süßer Boy. Ja, ja. Sag mal, Sandra, schaust du eigentlich auch Ninos Videos? Ich habe gestern den letzten Part der City Life Challenge geschaut und musste ein paar Tränen verdrücken. Ja, schaue ich auch. Ich bin aber gerade, also ich komme nicht so gut voran, ja. Ich habe jetzt gerade Tiana so weit, dass ich auf dem aktuellsten Stand bin. Ich glaube, da muss ich noch 10 Minuten schauen. Und dann habe ich noch bei der City Life die letzten 2 Folgen vor mir. Ja,
Also die habe ich noch nicht gesehen. Also nicht spoilern, bitte. Dankeschön. Wir werden ihn gleich mal ansprechen, wenn Casey nach Fröschen gesucht hat. Oh, wir haben einen Frosch gefunden. Verkaufen. So. Mm-hmm. Wo ist er denn jetzt? Oh nein. Oh, jetzt ist er weg. Oh, schade. Jetzt würde ich gerade Hallo sagen kommen. Na gut, dann gehen wir mal auf Toilette. Der ist einfach weg jetzt. Oh nein, heute ist auch noch Liebestag. Morgen ist Liebestag. Wäre doch schön, wenn wir den Liebestag mit jemandem verbringen könnten. Wisst ihr, was wir machen? Wir planen jetzt ein Date für Casey. Bam. So, wir werden jetzt ein Date haben. Ist nur die Frage, wollen wir ein Blind Date oder wollen wir den selbst raussuchen? Wir könnten ja alle drei daten und gucken, ob einer von den dreien gut zu ihr ist, ja? Weil ich würde halt schon gern einen Sim... Überhitzt, oh je. Ich würde halt gerne einen Sim nehmen, den wir jetzt selbst platziert haben, also von euch, damit wir da ein bisschen frischen Wind auch reinbekommen und nicht außersehen einen Townie haben, der dann eigentlich schon verheiratet ist. Jetzt müssen wir den nur suchen. Bei Blind Date kriegen wir bestimmt einen Townie. Und dann am Ende ist der irgendwie verlobt oder sowas oder hat schon einen Freund. Das fände ich dann irgendwie ein bisschen nervig. Dann nehme ich lieber jemanden, den ich von euch platziert habe. Das ist kein Pack Mary, das ist ein Mod. Da ist er, der Colin. Okay, wir nehmen jetzt den Colin. Ich weiß, das ist jetzt kein Blind Date, aber wie gesagt, wir haben sonst, kann ich halt nicht die Sim von euch benutzen. Dann hätte ich die nämlich auch nicht platzieren müssen, wenn wir dann sowieso das irgendwie anders machen. Wohin gehen wir denn mit ihm? Gehen wir in den Nachtclub? Das war Mittag erst, aber können wir schon machen, ne? Schon wieder Pipi, ne? Oh, er hat sich voll schick gemacht. Casey, zieh dich schnell um. Schnell, Casey. Casey hat sich auch ganz schick gemacht. Hallo, Boy. Schön, dich zu treffen. Ich bin's, Casey. Viel Erfolg noch auf der Arbeit, Andy. Dankeschön. Hey, Boo. Hey, Julie. Oh, not be Yermish. Renique was sore. Sickaloo, Hanif. Is back. No bashoon. So, wir lernen ihn jetzt erstmal ein bisschen kennen. In der Zeit gehe ich mal schnell Pipi machen. Oh, schaut mal. Der ist auch hier. Der Ihan. Können wir uns bei ihm ja auch schon mal vorstellen, vielleicht. Hi, Ihan. Oh, der gefällt mir auch gut. Detroit, danke schön für dein Follow und herzlich willkommen. Naja, eine Seniorin ist sie ja wohl kaum. Also, hä? Wo ist sie denn, eine Seniorin, Girl? Lisa, wo siehst du da eine Seniorin drin? Das junge Erwachsene. Rocker, hallo. Schön, dass du da bist. Freut mich. Okay, wie sieht es jetzt mit unserem Date hier aus? Vielleicht sollten wir mal mit ihm irgendwo hingehen, wo wir ein bisschen quatschen können. Ohne die ganzen Menschen. Setzt du dich jetzt dazu, oder? Oh, wie kann denn da schon wieder jemand... Oh, immer diese Menschen... Über Interessen reden. Wie ist denn so sein Profil? Wer ist er denn?
Okay, sie findet ihn auf jeden Fall attraktiv, das ist schon mal gut zu wissen. Mit Verabredung witzeln. Was will sie denn jetzt hier? Oh mein Gott. Immer diese Gruppendates. Verabredung, eine Geschichte erzählen. Tratschen. Und dann eine Geschichte erzählen. Eine dramatische Geschichte. Das ist ein Mod, Safi, damit die Fragen ein bisschen zusammengefasst werden. Okay, wir haben schon mal 6 Freunde, das ist schon mal gar nicht schlecht. Aber ich glaube, küssen fände ich fast ein bisschen früh, oder? Ja, total, Kerstin. Ich mag das auch nicht, dass sie sich immer in die Gespräche einmischen. Ich fände es viel cooler, wenn die halt einfach ihr Ding machen, weißt du? Das finde ich ganz schlimm. Ganz unangenehm. Ich meine, wir können schon ein bisschen flirten. Wir können Komplimente über Aussehen machen. Das können wir schon mal machen. Viel mehr müssen wir ja gar nicht machen. Mhm. Oh, Jenny, ey, so scheiße. Tut mir leid. Okay, wir gehen erstmal Pipi machen. Ja, macht es. Oh, guck mal, wen wir da auf der Toilette treffen gerade. Wieso macht sie Bilder von ihm? Jetzt kannst du Pipi machen. Oh, okay, kacke. Der ist doch nett. Wer denn? Der hier? Wo ist er denn jetzt hin? Ist er jetzt gegangen? Oh nein, jetzt ist er gegangen. Und der Boy sitzt immer noch draußen und wartet auf uns. Oh, wie süß er ist. Oh. Auch irgendwie süß, ne? Wir drücken ihm jetzt mal aus, wie schön wir das finden, dass er hier extra auf uns gewartet hat. Hey, voll cool, dass du gewartet hast. In der prallen Sonne auch noch. Ich habe mich sehr gefreut, Colin, dich kennenzulernen. Vielleicht können wir uns ja irgendwann wieder treffen. Also ja, können wir gerne tun. Wir können ja überall hingehen und dann können wir ins Kino gehen und essen gehen. Und dann können wir noch Blumen pflücken gehen. Und ich finde, wir sollten auch auf jeden Fall mal... ja, okay. Tschüss, Colin. Uff. Also der wollte aber ganz schön viel auf einmal. Also irgendwie macht mir das jetzt ein bisschen zu wild, ne? Aber sein Kumpel sah auch süß aus. Vielleicht müssen wir ihn mal kennenlernen. Brian, glaube ich, hieß er. Brian. Okay, Brian ist aber, glaube ich, schon außer Haus. Wir bestellen mal was zu essen. Brötchen. Der dunkle Würz, meinst du? Der ist schon süßer, ne? Hey, das sind meine Brötchen, weg da! Der sieht auch so cool aus einfach, Nox. Yum, 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 yum. Die Zufallsbegegnungen machen es oft aus. Ja, das stimmt, hast du recht. Hallo Tia, sehr schön, komm gut nach Hause. Ja, ja, so, okay, wir haben gut gespeist. Ich würde sagen, wir machen uns dann langsam auf dem Heimweg. Was wird denn hier eigentlich geflirtet? So, ab nach Hause, Girl. Oh, sie ist der fährt Rollschuh ganz alleine.
nach Hause. Ich würde sagen, wir spielen noch so eine halbe Stunde, also so bis halb. Und dann fangen wir an, in unserem Spa weiterzubauen, ja? Das reicht dann, glaube ich, auch von der Länge für YouTube, wenn ich das dann hochlade. Ich muss es ja dann auch noch schneiden. Ja. Genau. Okay. Gut. Unsere Kitty hat uns, glaube ich, vermisst. Hallo, Schatz. Wir sind wieder zu Hause. Hallo, kleine Maus. Wir hatten gerade ein Date, Delia, und es war ganz nett. Der Typ war ganz süß, aber naja, ich weiß noch nicht so wirklich, ob er das Richtige war. Müssen wir mal schauen. So, wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen Power-Nap, bevor wir zum Auftrag gehen. Ein bisschen mehr wie eine Stunde. Mhm. Wir möchten mitkommen. Nee, alles gut. Wir bauen da noch ein bisschen weiter in unserem Spa. Ich habe nämlich so Bock, da weiterzubauen. Das wird so schön, glaube ich. Deswegen bauen wir da noch ein bisschen. Escobar. Okay, wir haben hier so ein paar wilde Geister jetzt. Wir probieren das mit einer Gabe. Da das jetzt die schweren sind, probieren wir es mit einer guten Gabe. Also wir müssen erstmal klopfen. Kannst du bitte gehen, kleiner Geist? Du bist hier nicht so gerne gesehen. Tut mir leid, dir das zu sagen, aber geh lieber wieder in dein Geisterreich zurück, okay? Da hast du Freunde, die auf dich warten und deine Familie. Hm? Komm, geh wieder. Es ist besser, wenn du das tust. Für uns alle, hm? Oh, er ist bockig. Er will nicht gehen. Guck mal, ich gebe dir noch eine Mütze dazu, wenn du gehst. Er findet die Mütze kacke? Entschuldigung? Findest du die Mütze gut? Ey, wehe. Ich habe noch eine Mütze für dich, kleiner Geist. Guck mal, die ist ausgezeichnet von der Quality. Tatsächlich glaube ich, dass sie auch wirklich nur die guten Sachen mögen. Oh mein Gott, wieso ist jetzt hier kein Strom im Haus? Oh mein Gott. Wir geben ihm noch das gute Buch. Ah, Gott sei Dank ist da Strom im Haus. Das gute Buch geben wir ihm noch. Hallo, kleiner Gaspandan. Hallo, Elli. Hallo, Miona. Schön, dass ihr da seid, meine Lieben. Hallo. Oh Mann, der wollte unser Buch nicht. Ich finde es doof, dass man die Sachen nicht dann wenigstens wieder zurückkriegt. Einfach verschwendet. Kann ich nicht einfach einen Seancenkreis hier aufmachen? Und dann eine Seance halten? Das probiere ich jetzt. Etwas stimmt hier nicht. Casey spürt die Präsenz einer dunklen Aura. Ja, wundert mich jetzt nicht. Aber hier spukt es richtig doll. Mimi, danke schön für 45 Bits. Vielen, vielen Dank dir, meine Liebe. Dankeschön. Teresa, Yuri, Norbani, Teresa, Bura, Dornabe, Hoba Base. Hoba Base. Gucken, ob das was bringt, ne? Ich weiß es nicht. Oh, okay, sie hat einfach Geburtstag. Oh, tatsächlich bringt das was. Okay, das ist gut zu wissen. Können wir das auch wieder entfernen?
Ja, das hat doch aber ganz gut geklappt hier. Das schaffen wir doch auch wieder. Josie. 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 Vielen, vielen Dank für Stufe 2, Josie. Hast du geupgradet oder bist du jetzt 2 Monate? Du hast doch erst 2 Monate gehabt, oder? Vielen, vielen Dank für Stufe 2. Hupsi, mhm, Girl. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Immer Gamer, im Herzen online und so niemals allein. Marlies, danke für 400 Beats. Dankeschön. Mann, Josie, vielen, vielen Dank für Stufe 2. Und Angelina, hallo. Und Laura, hallo. Dankeschön, meine Liebe. Wir haben es geschafft. War gut. Zurück nach Hause. Das ist der 3. Auftrag und der 3. Erfolg. Dankeschön, Lido. Das ist der 3. Erfolg, Leute. Na, wisst ihr Bescheid. Machen wir gut. Einfach machen wir gut und easy. Machen wir das. Wir werden einfach reich mit dem Zeug. Wir werden einfach reich mit dem Zeug. Buntbarsch aus der Pfanne gibt's heute einfach. Weil wir so gute Geisterjäger sind. Ah, Quasim, Quasim. Hm. Ah. Also sie hat Lolle... Lolle, habe ich dir schon Hallo gesagt? Hallo? Sie hat jetzt... Oh, Ian hat sich geschminkt. Okay. Colin kennengelernt. Ian möchte sie auf jeden Fall auch noch kennenlernen. Er hieß Colin, genau. Willkommen zurück, Jasmin. So, jetzt waren wir zumindest da schon mal. Dann gehen wir... Duschen, Pipi. Nein, geht jetzt nicht, weil die Mizi auf dem Klo sitzt. Marti, hallo, schön, dass du da bist. Viel Spaß mit den Emotes. Und Suki, hallo. Hallo, hallo. Oh, da wird die Kacke weggelasert. Guck mal. Casey, die... Oh, Jesus. Alle miauen und singen und... tun, Geräusche machen. Bestimmt, bin schon seit 10 Uhr dabei. Oh, sorry, Lolle. Ich glaube, dass, ja, ich glaube, dass ich einfach, ja, ich glaube, ich habe gestern und heute und gestern und heute, egal. Schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Oh, Mann. So, okay, dann würde ich sagen, ab in die Hayabuhu. Ja. Die arme Maus ist noch ganz verängstigt von ihrem Auftrag. Oh, aber wir können auch gleich noch den nächsten Auftrag annehmen, ne? Komm, wir probieren's. Wir probieren den Expertenauftrag. Ich glaube, wir schaffen das. Wir sind so gut. Oh, Casey hat einen seltsamen Albtraum. Ein runder gelber Geist mit Brille hat ja einen Heiratsantrag gemacht. Das ist doch süß. Ich würde mich freuen. Ich finde das süß. Oh. Die Geister haben uns hierher verfolgt. Ich brauchte meinen Zaun im Büro. Oh. Okay, lasst uns vielleicht... jetzt nochmal mit dem Boy treffen. Können wir eine Verabredung planen? Mit Ian. Oh. Geht nur mit Colin? Okay. Casey, zieh dich mal normal an und dann lad ihn mal zu dir ein. Vielleicht kommt er ja.
Oh, und wir können bald nochmal die Sachen verkaufen, ne? Oh, da ist er ja schon. Ihr, du musst keine Angst haben. Musst keine Angst haben. Ist halt Liebestag, ne? Ian, schön, dass du da bist. Wir können auch gerne schnell reingehen, wenn du möchtest. Drin ist nicht so gruselig. Ja, du musst dir da echt keine Sorgen machen. Die sind eigentlich ganz harmlos, wenn man sie besser kennt. Komm, Ian, komm rein. Entschuldigung. Ian hat voll Angst. Süß. Du musst keine Angst haben, Ian. Alles ist in Ordnung. Oh, er rutscht auf. Kleine Anna, danke schön für deinen Follow und herzlich willkommen. Guck mal, er ist aufgerutscht. Oh, er ist ganz erschrocken. Können wir ihn irgendwie trösten? Ach, weißt du, Ian, heute ist Liebestag und ich bin ganz alleine. Ich habe keinen, mit dem ich den Liebestag verbringen will. Ich finde es cool, dass du rübergekommen bist. Somit, ja, sind wir einfach auch nicht alleine und können vielleicht einfach ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ich finde es ganz cool, weil ich habe gehört gestern von Colin, ich hatte mich gestern mit Colin getroffen. Entschuldigung. Dass du hier in der Nachbarschaft wohnst. Finde ich sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass sie hier wohnt. Oh ja, das ist Delia. Die kleine Delia. Sie wohnt mit mir hier. Und Delia und ich sind seit, ich weiß nicht, seit ein paar Wochen jetzt hier in Willow Creek. Delia, pscht, ich unterhalte mich. Stehen sich eigentlich ganz gut, ne? Wir versuchen, ihn mal ein bisschen besser kennenzulernen. Was sind denn so deine Interessen, Boy? Wir gucken mal, ob wir ihn auch attraktiv finden. Als sehr attraktiv empfunden. Oi, do, 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 do. Können wir ihm Liebestaggeschenk geben? Ich glaube, Männer mögen keine Rosen, aber wir schenken ihm jetzt eine Rose. Was soll's? Ein flirty, flirty, schade doch nicht. Also ich finde ihn süß. Oh, kleiner Kaus, war das lustig. Oh, er freut sich sogar. Oh mein Gott. Oh, süß. Er freut sich darüber. Ich frage ihn jetzt, ob er Single ist. Lauri, hallo. Die sind echt süß zusammen, oder? Delilah? Oh, sie heißt Delilah. Ich sag die ganze Zeit Delia. Ja, Delilah. Entschuldigung. Delia ist ihre Abkürzung. Ja. Hallo Ian. Also, ja, ich wollte nochmal Danke sagen, dass du gekommen bist. Ich freue mich da richtig drüber und irgendwie, ich habe dich gesehen und ich weiß, es ist alles auch ein bisschen früh, aber ich habe dich gesehen und ich fand dich sofort interessant und wollte dich besser kennenlernen. Ihm geht's einfach genauso. Der macht voll mit. Mit jemandem Oh mein Gott! Diese Mausi, wie sie einfach den ersten Schritt macht. Guckt mal. Ist das süß, ne? Oh mein Gott, das ist einfach süß. Worauf warten wir denn? Also worauf warten, frage ich. Worauf warten? Während des ganzen Gesprächs hatte Casey den Eindruck, dass Ian Casey ziemlich attraktiv findet. Oh mein Gott! Und jetzt? Ich habe nichts gedrückt. Tankubu, Tankubu, King Kaya Mal.
Wir fragen jetzt, ob er Single ist. Bitte sei Single, bitte sei Single, bitte sei Single. Bitte hab keine Freundin jetzt. Es wäre so schlimm, wenn er jetzt eine Freundin hätte. Er ist Single. Oh mein Gott. Wir flirten jetzt ein bisschen. Warum nicht? Er macht halt aber auch voll Witz, ey! Er macht halt auch einfach voll mit dem Flirten. Süße Nichtigkeit ins Ohr hauchen. Oh mein Gott, Annika, hallo. Die sind so süß. Ich glaube, er hat aber keinen Job, gell? Ja. Dem müsste man noch einen Job geben. Olaba Yamal Eflin Paguna. Larissa, hallo. Okay, Leute, was meint ihr? Techtelmechtel, ja oder nein? Ja oder nein? Ja oder nein? Halt, stopp, Boy, du bleibst hier stehen. Ich meine, es ist Liebestag. Lieber noch einen Tag warten, ist auch geil, oder? Wir warten lieber noch einen Tag. Ja, 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 auf los geht's, klar, ja. Ja, ihr Willen, ne? Machen wir. Komm, machen wir. Komm. 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 Sogar unsere Katze spürt die Liebe. Er ist aber auch ein Cutie. Ich finde, der passt voll zu ihr. Der kam wie aus dem Nichts. Auf einmal stand er da. Oh nein, sie kommen da jetzt nicht hin, ne? Verdammt, weil das Bett an der Ecke steht. Wartet kurz. Wartet kurz, ich kümmere mich darum. Kein Problem. Wir müssen das Bett ein Stück von der Wand wegschieben. Oh. So, jetzt aber. Oh. Ja, sie war ja die ganze Zeit Single. Oh mein Gott, Leute! Das ist ihr erstes Mal. Hi, Boy. Oh, ich wollte gerade sagen, verdammt, wir haben die Kondome vergessen. Direkt einen Herzinfarkt gerade bekommen. Oh mein Gott, ich dachte, wir haben die Kondome vergessen. Oh mein Gott, mein Gott. Ich fand es irgendwie schön, dass er so spontan vorbeigelaufen ist und sie direkt angelächelt hat. Es war doch richtig süß. Ja, ja. Und können wir ihn jetzt bitten, über Nacht zu bleiben? Wir tauschen auf jeden Fall mal unsere Nummern aus. Lotte Black, Dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen. Hallo. Hm.
Beul Agora. If it's a May, Zababa, a plea. Makar's crew. Tobana. Sie ist nicht schwanger, Leute. Das kommt immer mit dem Mod. Das ist ein bisschen doof. Was ein schönes Bett ist das bitte? Ja, schön, dass es dir gefällt. Okay, hat ein Kondom verwendet. Das ist gut, das ist gut. Dann müssen wir uns jetzt aber auch erstmal den ersten Kuss und so weiter, ne? Oh, wie süß sie sind. Krischi! Hallo! Aloha, ihr Lieben. Aloha, schön dich zu sehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Vielen, vielen, vielen Dank für 7 Monate. Dankeschön für deinen Resub. Danke, danke, danke. Das freut mich sehr. Dankeschön, mein Lieber. Danke, ich hoffe, dir geht's gut. Das ist ein Mod, Lauri, mit dem Selbsttechtelmechtel. Slice of Life macht das, glaube ich. Okay, also ja, er fühlt sich wohl allein sein. Ich glaube, dass sie sich freut, wenn er dann wieder geht, scheinbar. Okay, da wir jetzt bald auch unseren nächsten Auftrag haben, würde ich sagen, gehen wir mal eben Pipi. Den Auftrag machen wir auf jeden Fall noch und dann werden wir, da stand zwar gerade übergeben, Leute, aber sie ist nicht schwanger. Das kommt immer am ersten Tag von dem Mod, da wird nichts passiert sein jetzt. F-Pa, dankeschön für dein Follow und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Was wollte ich gerade sagen? Genau, dann wir machen noch den nächsten Auftrag und dann werden wir zum Bauen übergehen. Studium zu Ende, neue Arbeitsstelle, aber gut. Okay, das habe ich mir schon fast gedacht, Mensch. Aber schön, dass du das Studium jetzt beendet hast. Entschuldigung. Willst du etwa mit Duschen gehen, oder? Sie möchte gern kalt duschen. Wir müssen noch einen Snack essen. Ich würde sagen, ich mache uns mal was, weil du hast bestimmt jetzt auch Hunger, nachdem du dich so verausgabt hast, Boy. Ich mache ihm mal was zu essen, ha? Huh? Der braucht jetzt mal was zu essen. Oh. Hey, Casey, ich bin's, Colin. Wie wär's mit einer Verabredung? Nee, Colin, ist schlecht. Ist schlecht. Oh, das macht doch nichts, Grischi. Das macht doch gar nichts. Nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Boy, ich hab's gerade gesagt. Hallo. Vielen Dank für 3 verschenkte Subs. An Emily, an Nina und an Lilifee. Vielen, vielen Dank, Grischi. Aber du musst es nicht machen. Hör auf jetzt damit. Dankeschön. Und Schluss. Dankeschön. Und Feuerherz, hallo. Schön, dass du da bist. So, Boy, du kannst gerne auch was snacken. Pony, piu, 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 piu. Danke für dein Follow und herzlich willkommen. Pingu, hello. Nice to see you. Wie geht's dir? Und Feuerherz, mir geht's gut, dankeschön. Ich hoffe, dir auch. Arbeite da mal weiter ab mit dir. Mach das, Grischi, dankeschön. Mach das. Und schmeckt's? Ich habe für dich gekocht, Boy. Ja, ja. Bitten abzuhängen. Wir können ja mal fragen, ob er bleiben will. Den Rest müssen wir aber weglegen. Ein Dateplan. Mhm. Sie ist so süß am Flirten einfach. Und The Sim Penguin, dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen. Hallo. Er ist so süß, ne? Ich mag ihn. Ich mag ihn einfach. Kein Problem, ich räume deinen Teller weg. Ja, es war auf jeden Fall sehr schön, dass du da warst. Oh, ich glaube, ich habe seinen Bauch komisch verformt. Kann das sein? Nee, jetzt geht's. Jetzt, wo er steht, geht's. Hallo, Lea. Schön, dich zu sehen. Wir können uns ihm ja erzählen, was wir machen. Wir sprechen jetzt mal unser Geheimnis aus. Mm.
Also ich will nur nicht, dass du dich wunderst. Ian, ich mag dich ganz gerne, aber also ich will dir kurz sagen, was ich beruflich mache. Ich bin Geisterjägerin und ich nehme das Ganze sehr ernst und ich hoffe, dass du mich nicht auslachst. Das ist voll spannend, Casey. Nein, ich habe mich schon gewundert, was die kleinen Geister vor deiner Haustür machen, aber jetzt erklärt es das ein bisschen. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das finde, wenn hier jetzt mal Geister auftauchen, aber ja, danke für deine Ehrlichkeit, gut zu wissen. Und Casey denkt sich so, ja, ja. So, Casey muss jetzt aber eine Runde schlafen, weil sie muss ja dann den Auftrag machen. Deswegen legt sie sich jetzt nochmal hin. Lauri, was? Nein? Ist das gerade Eigenwerbung oder was? So funktioniert das nicht. So nicht. So, er kann gerne ein bisschen bei uns am PC hängen, während wir uns auf den... Oh, wir könnten Aoyama nochmal eine Nachricht schreiben vielleicht. Du musst weite schlafen, Girl. Leute. Da war gerade ein Schwangerschaftszeichen. Sie hat doch ein Kondom benutzt. Das ist doch 100% sicher, dachte ich. Oder? Nee? Doch? Nee? Wie war das mit den Kondomen? Sind die nicht 100% sicher? Die wird jetzt nicht schwanger sein. Das glaube ich nicht. Nee. 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 Oh nein, die Geisterstunde beginnt. Nein, nein. Ja, voll gerne, Franzi, voll gerne. Einfach Ausrufezeichen Challenge, dann findest du die Regeln. Sehr, sehr gerne. Ilva, hallo. Testen. Ey, Leute, wir können jetzt keinen Schwangerschaftstest machen, weil die jetzt schwanger ist, ne? Also ich hoffe sehr, dass sie sich nur den Magen verdorben hat. Sie hat auf jeden Fall die Einstellung, dass sie kein Kind möchte. Es würde doch jetzt viel zu schnell gehen für die Challenge. Nein! Wie? Nein! Nein, Leute! Das war nicht geplant! Wie? Oh nein! Casey, das war nicht in Ordnung! Wir sind doch noch gar nicht so weit! Jetzt muss ich direkt die Challenge-Regeln aufmachen. Halt, stopp. Oh mein Gott. Ich bin das jüngste Kind meiner Generation. Okay, das ist gut. Das heißt, es ist noch nicht das Kind, um das es später gehen wird, weil wir können ja noch eins kriegen dann. Oh mein Gott, als ob Casey jetzt einfach schwanger ist. Ich meine, der Vater ist ein attraktiver Mann, also nicht so schlimm. Oh mein Gott, no! Oh mein Gott, sie hat einfach schon voll den Bauch. Ja, wir müssen es ihm jetzt erzählen, ne? Nee, 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 Boy, du bleibst jetzt mal hier stehen. Du gehst jetzt nicht weg. Weiß er es schon?
Hä, aber weiß er es schon? Ich kann hier nichts anwählen, um es ihm zu sagen. Erst im zweiten Trimester. Ah, was? Nee. Ungewollte Schwangerschaft verkünden. Stand es da? Bei Techtelmechtel? Oh, okay. Weil sie war noch nicht so weit, ein Kind zu kriegen. Deswegen steht da als ungewollte Schwangerschaft. Ethan, ich muss mit dir reden. Es ist etwas passiert. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht. Wir haben doch aufgepasst. Und ich weiß jetzt gar nicht, was los ist. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Ich bin super unzufrieden und unglücklich. Aber ich muss jetzt eh erstmal arbeiten gehen, Ethan. Wir sehen uns irgendwann später. Später. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Black Girl, hallo. Und Chili, hallo. Oh mein Gott. Und Finja, hallo. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Black Girl, danke schön für deinen Follow. Vielen Dank. Okay, wir werden jetzt dieses Ding hier lösen. Oh Gott, ja, und Nathan, Ethan, ich muss mich noch an den Namen gewöhnen, war auch nicht sehr happy über diese Schwangerschaft. Das Glück ist nicht unbegründet, aber man ist sich trotzdem nicht ganz sicher, warum Casey so empfindet. Okay, verstehe ich nicht. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall ein bisschen wild hier. Oh mein Gott, das ist auch das gruseligste Haus, das ich jemals gesehen habe. Das ist natürlich für ihre Schwangerschaft jetzt auch nicht gerade förderlich, dass sie hier so einen Stress hat. Am Black Girl, wir spielen die Paranormale Phänomene Challenge. Oh mein Gott, sie kann jetzt einfach keine Zeremonie durchführen, weil sie so angespannt ist. Verdammt. Er könnte eine Dusche nehmen. Sie ist einfach voll schwanger jetzt. Ich hoffe, das wird helfen, wenn sie jetzt duschen geht. Willkommen zurück, Chucky. Ja, Chucky, also das weiß ich selbst nicht so genau. Dinge passieren. Es ist halt angespannt plus 4. Wir werden definitiv keine Zeremonie durchführen können. Wir haben keine Gaben. Wir können gucken, ob er geht, wenn wir ihn bitten. Oh mein Gott, der eine ist gegangen! Cool. Hier oben auch noch Sachen passiert? Nein. Hier unten ist noch was hinter der Treppe. Okay, dann haben wir hier draußen noch was. Boah, ausgerechnet jetzt, wo wir ein Grundstück voller Gespenster haben.
Das ist nicht gut, ey. Nicht gut. Oh mein Gott. Hallo Leonie. Und hallo Kaya. Wir können jetzt nur die Geister bitten zu gehen eigentlich. Viel mehr können wir jetzt gar nicht machen. Ah ja, gut, okay, hier sind noch mehr so Sachen aufgetaucht. Hallo Ace, schön dich zu sehen. Ja, ja. Es sind Dinge passiert. Ich brauche dein Shopping Center bald. Casey ist schwangi. Saskia, hallo. Nina, willkommen zurück. Oh nein, er will nicht gehen. Aber wir können ihm jetzt nicht noch mehr von unserer Seele geben. Ey, das ist so lächerlich, Jenny. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nee, sie freut sich gar nicht über diese Schwangerschaft. Wir haben ihr nämlich eingestellt, dass sie noch nicht bereit ist, Mutter zu werden. Und jetzt ist sie einfach spontan schwanger geworden von einem sehr attraktiven jungen Mann. Aber ja, das war... Oh mein Gott, dieses Outfit ist so schön mit ihrem Bauch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Aber... Wir können jetzt halt auch keine Seance durchführen, um das Haus zu befreien, sozusagen. Weil... Naja. Weil wir angespannt sind. Oh, die sind aber auch gefährlich, ey. Bitte geh, Geist. Oh Mann, die mögen einfach nicht. Ich glaube, das können wir aufgeben, mit den Geistern zu sprechen. Casey, ich weiß, dass du schwanger bist. Können wir aufhören, drüber zu reden, bitte? Okay, hier oben ist wenigstens nichts. Wir haben halt auch nichts gemacht, dass wir ihm irgendwie eine Gabe darbringen können, ey. Ich glaube, wir werden keinen Erfolg haben, leider. Nee, wir geben keine Kinder zur Adoption frei. Nee, nee, das machen wir normalerweise nicht. Wir lieben ja die Kinder. Auch wenn wir gerade nicht geplant schwanger sind. Nee, nee. Oh ja, das noch schnell. Casey, los! Casey, schnell! Casey! Mach! Oh nein, noch ein Ding! Oh nein, wir schaffen es nicht. Oh nein. Oh, wie ärgerlich. Wir haben es nicht geschafft. Oh. Es war so knapp, einfach so knapp, Leute. Es war so knapp. Willkommen zurück, Nathalie. Hallo, Alex. Guten Tag. Und hallo, Ninos Fan. Hallo. Guten Tag. Oh mein Gott. Niedergeschmetterte Geisterjagd. Ja, ja. Das ist nicht so gut gelaufen, unser Tag. Unsere Pflanzen sind vergammelt und Casey ist ungewollt schwanger. Ich würde sagen, das ist der beste Zeitpunkt, um die Challenge für heute zu beenden, dieses Video zu beenden. Ihr Livestream-Zuschauer bleibt am besten da, weil wir bauen jetzt gleich das Spa weiter. Aber für dieses Video, da mache ich jetzt erstmal kurz ein Ende. Guten Tag.
Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und einen Kommentar, was ihr von der Storyline haltet. Das war natürlich jetzt ein bisschen ein Fail, dass Casey schwanger geworden ist. Wir werden das Kind trotzdem lieben natürlich, das machen wir immer. Aber es war jetzt, oder die Kinder, ich hoffe, es gibt nur ein Kind. Es war jetzt ein bisschen wild gewesen, ich weiß das. Aber dafür hat sie vielleicht jetzt einen Partner. Also wir gucken mal, wie die Geschichte mit den beiden weitergeht und wie sie sich weiterhin lieben, sage ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung, wie sich es entwickelt. Aber ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, dass wir dann weiterspielen. Nächste Woche werden wir wahrscheinlich schon um 9 streamen, weil der Enfi einen Termin hat und ich ihn dahin fahre. Dann müssen wir da mal gucken, werde ich euch aber natürlich nochmal Bescheid sagen. Und dann auf jeden Fall einen schönen Tag, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssli, meine Lieben.